der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hamburg und Hattingen rufen Rom, rufen Budapest und rufen Mailand. Der erste FC Köln ist wieder da, wo er hingehört. Zumindest mit einem Fuß ist man schon mal ganz sicher in den Playoffs zur Europa Conference League. Aber wer weiß, eventuell kann man sogar am letzten Spieltag noch ein bisschen mehr erreichen und sich beispielsweise schon fest für die Gruppenphase sogar der Europa League qualifizieren. Mit dem richtigen Ausgang wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen, aber der FC hat leider gegen den VfL Wolfsburg mit 0-1 verloren. Trotz allem gab es einen Platzsturm. Und das sind alles Themen, die wir heute besprechen wollen. Ich bin mal gespannt, ob es eine Feierrunde wird oder ob vielleicht sogar doch ein bisschen die Enttäuschung überwiegen sollte. Fragezeichen. Das werden wir jetzt alles mit euch zusammen herausarbeiten. Und da habe ich eine illustre Runde hier versammelt. Noch viel illustrer könnte sie gar nicht sein. Zunächst mal, der Marco ist leider nicht da. Der lässt sich entschuldigen. Der war am Donnerstag in Frankfurt, ist da nackt über den Platz gelaufen. War dann am Samstag in Köln, ist da nackt über den Platz gelaufen. Und ist von da dann weiter nach Schalke, um nackt über den Platz zu laufen. Und irgendwo unterwegs ist er verloren gegangen. Aber deswegen habe ich ihn mit extrem hochkarätigen Gästen ersetzt. Erstmal ist da, ihr kennt ihn vom FC-Stammtisch früher und jetzt inzwischen als, ja, wahrscheinlich immer noch Grandfaser des Formates. Ralf Friedrichs. Moin Ralf, grüß dich. Hast du schön gesagt, ja, Grand Seigneur, danke. Hallo, schönen guten Abend und Europa willkommen. Ja, schön, dass du da bist, Ralf. Gerade für so eine besondere Folge freut man sich immer, so besondere Gäste zu haben. Danke. Dann ist außerdem jemand da, der den FC ja, als Fan begleitet und den VfL als Journalist, Thomas Hiete vom Kicker. Moin Thomas, grüß dich. Hallo in die Runde. Auch schön, dass du da bist, freut mich sehr. Du bist ja schon oft nach Spielen gegen den VfL da gewesen. Bis jetzt immer nach erfolgreichen Spielen gegen den VfL. Ich glaube, das ist die erste Niederlage, die du mit uns hier zusammen besprechen musst. Darauf müsst ihr mich auch gar nicht festnageln, immer nur Spiele gegen Wolfsburg. Ihr könnt mich auch zu jeder anderen Zeit bei jedem anderen Gegner anfragen, gerne. Machen wir extrem gerne. Das einzig Gute ist halt, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der diese Spiele guckt und noch dem FC zugetan ist. Also du bist quasi der Joker für zwei. Das ist natürlich super. Ja, ihr könnt es auch dabei belassen, das ist kein Problem. Genau. Und dann haben wir ja eine gute Tradition hier in diesem Podcast. Immer wenn einer von uns beiden im Urlaub ist, kommt jemand vom Verzählnix-Podcast und vertritt diese Person und spricht immer mit uns über Niederlagen. Tja, das ist auch irgendwie so ein schlechtes Omen. Wir wollten es eigentlich verhindern, deswegen haben wir extra nicht den Raik eingeladen, sondern den Erik. Hallo Erik, grüß dich. Ja, moin moin und alaaf, liebe Europapokal-EinzieherInnen. Ja, ich habe den Europacup wenigstens dabei, Raik immer nur Niederlagen. Das stimmt, also du hast immer eine süße Niederlage mit im Gepäck. Das genau. Ist ja, und dann noch ein Wort in eigener Sache. Vielleicht hört ihr es ja meiner Stimme ein bisschen. Mich hat das Coronavirus leider erwischt. Jetzt seit einer Woche liege ich mehr oder weniger flach. Mir geht's wieder ganz gut. Ich habe pünktlich zum Spiel den Zustand der weitestgehenden Symptomfreiheit zwar erreicht, aber immer noch so ein bisschen angeschlagene Stimme. 2 Stunden reden wird schwer, auch ein bisschen im Kopf noch, so ein bisschen tüdelig. Deshalb werde ich heute relativ mich zurückhalten und bin froh, so eine ja sehr interessante und meinungsstarke Dreierrunde hier zu haben, die mich hier ein bisschen entlasten können. Und auch der Marco ist dabei. Der Marco ist uns fernmündlich zugeschaltet. Der hat eine Sprachnachricht geschickt. Die werde ich euch zuerst mal abspielen. Und dann dürft ihr drei gleich gerne über das, was der Marco da sagt, diskutieren. Ob ihr es genauso seht wie er oder wie er oder ob ihr da eine andere Meinung zu habt. Ich spiele mal Marcos Sprachnachricht gerade ab. Hallo, liebe Hörer. Schöne Grüße aus dem schönen Mallorca und liebe Grüße an alle Europa League, Conference League Fans des 1. FC Köln.
Ja, ich möchte mir natürlich nicht nehmen lassen, etwas zu dem Spiel gegen Wolfsburg zu sagen. Ich glaube, das Positivste ist, wir haben das Minimalziel Conference League sicher und können am letzten Spieltag befreit aufspielen, um vielleicht sogar noch den großen Wurf zu schaffen, um auf die Europa League zu kommen. Aber ganz ehrlich, wer hätte das nach der letzten Saison gedacht, dass wir jetzt auf Platz 7 stehen, Platz 7 safe haben? Und ich glaube, das ist ein Wahnsinnstriumph, den der FC da eingefahren hat. Und ich persönlich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich, dass zumindest wir Platz 7 sicher haben. Ich hätte jetzt ein schlechtes Gefühl, wenn wir jetzt noch irgendwie am letzten Spieltag hätten zittern müssen, ob wir überhaupt Platz 7 sicher haben und damit dieses, ich sage in Anführungsstrichen, Minimalziel Euro Conference League haben. Und das Spiel gegen Wolfsburg, tja, der FC hat tatsächlich ganz gut losgelegt. In den ersten Minuten war, ich glaube, bis zur 30. Minute die klar bessere und spielbestimmende Mannschaft. Trifft dann einmal nur den Pfosten, Benno Schmitz, der Kopfball von Modest, die Schusschance von Kainz. Also da waren durchaus ein paar Dinger dabei, die man hätte machen können. Und dann, ja, und dann fängst du dir halt da hinten so ein Murmeltor. Und wie konnte es anders sein? Ausgerechnet Yannick Gerhardt ist es, der ja auch Ex-Kölner und gebürtige Kölner netzt für Wolfsburg ein. Und ja, wir sind danach nicht mehr so hundertprozentig ins Spiel gekommen. Und ich finde, auf Wolfsburg, da hat man gesehen, dass dieser Kader durchaus auch Qualität hat von den Einzelspielern her. Und ja, die Niederlage ist schon sehr, sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, wir spielen nächstes Jahr europäisch. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Beste, was wir aus diesem Spiel mitnehmen können. Wie gesagt, ich wünsche allen viel Spaß mit den Gästen und wir hören uns am 34. Spieltag ganz normal wieder. Bis dann, ciao! Das war der Marco. Er hat mir noch gesagt, er meint natürlich immer Quali für die Conference League und nicht schon die Conference League an sich. Aber er meint auch, die Hörer wüssten schon, was er meint. Ja, ich denke, haben wir verstanden, ja. Vor allen Dingen, auch das gehört ja schon zum Europapokal, auch wenn es am Ende nur zwei Spiele sein sollten, wäre man ja dabei gewesen, auch wenn damit keiner zufrieden wäre. Aber es ist ja schon Teil des Europapokals. Also deswegen würde es zählen, auch wenn es sich dann natürlich ganz blöd anfühlen würde, wenn man dann in diesen beiden Spielen scheitern würde. Aber das hoffen wir ja mal nicht. Ja. Vielleicht schauen wir erstmal auf das Spiel. Was sagt denn der Wolfsburg-Korrespondent? Hat der VfL Wolfsburg das Spiel zurecht gewonnen oder doch ein bisschen lucky? Also ein bisschen, möchte ich sagen, wie befürchtet. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn der FC in den ersten Minuten, und das war ja durchaus möglich, in Führung geht, dann wird das zum Selbstläufer. Und wenn ich mir am Ende die Statistiken ansehe, also Wolfsburg ist immer noch fast in Bestbesetzung da aufgelaufen, abgesehen von Kuhn Castells und Sebastian Bornau hat jetzt auch gefehlt, aber dann hat die Innenverteidigung aus der letzten Saison mit Lacroix und Brooks gespielt. Das war eine Champions League Mannschaft und diese Mannschaft, da haben sie 18-5 Schüsse gehabt, jetzt der FC 60-40% Ballbesitz. Irgendwo hatte ich jetzt gelesen, Flanken waren 34-6. Also die haben diesen Gegner schon dominiert und es war unterm Strich schon sehr, sehr unglücklich, dass es keinen Sieg gegeben hat. Und das ist dann natürlich, wenn du gegen so eine Wolfsburger Mannschaft, die durchaus verunsichert ist und nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, und das hat man auch ab der 60. Minute gemerkt, dass da eigentlich nichts mehr kam, dass sie trotzdem in der Lage ist, über die individuelle Klasse wie beim Gegentor dann so eins zu machen. Und dann geht man da als Verlierer vom Feld. Ich glaube, wenn die 10 Spiele gegeneinander machen, würde der FC mit Sicherheit mehr als 50% in der Verfassung dieser Saison gegen diesen Gegner gewinnen. Gestern war es dann eine Niederlage, was sehr, sehr bitter war und unglücklich und auch schade angesichts der Gesamtkonstellation. Aber ich glaube, der Mannschaft kann man da auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Und es fällt einem schon schwer, dann irgendwie nicht enttäuscht zu sein, wenn man sieht, was möglich wäre. Aber am Strich geguckt, wenn es dann jetzt Platz 7 werden sollte, wovon ich ausgehe, weil ich nicht glaube, dass sich Union das gegen Bochum die Butter vom Brot nehmen lässt, dann ist das bleibt es eine Sensation. Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Was du gerade gesagt hast, war eigentlich super auf den Punkt gebracht. Die Statistik an sich, die ist ja der absolute Wahnsinn. Ich glaube, das Quäntchen Glück, was wir diese Saison so oft gehabt haben, das hat halt diesmal Wolfsburg gehabt und die Mannschaft meines Erachtens nach eine tolle Leistung gebracht. Die ersten
10 Minuten, Viertelstunde. Ich habe es am Fernseher verfolgt, das Spiel, und ich war fix und fertig. Die Stimmung, diese ganze geballte, explosive Energie, die da über den Fernseher rüberkam, die hat mich echt fix und fertig gemacht, und bin hier richtig auch mitgegangen und mitgefiebert und bin auch der Meinung, wenn wir da am Anfang das Ding von Benno Schmitz, wenn das reingegangen wäre, oder auch Modeste, dann wäre das ein ganz anderer Spielverlauf gewesen. Aber Thomas, in deine Richtung, den Torhüter Pavan, das ist der Ersatztorhüter, ne? Den Namen habe ich noch nie gehört. Ist der jetzt neu da? Ist das irgendwie, was ist das für einer? Nein, nein, der ist schon eine ganze Zeit da, ist die Nummer 2, hat auch immer mal eigentlich jedes Jahr so seine Spiele gehabt. Auch in diesem Jahr war das jetzt schon sein 7. Pflichtspieleinsatz, 5-mal Liga, einmal Champions League. Und das Kuriose war, der hat vorher alle 6 Spiele mit ihm haben sie verloren, und er hat auch wirklich nicht immer eine glückliche Figur gemacht. Und gestern war er wirklich überragend, das muss man sagen. Also er hat gestern alles gehalten, und das gönne ich ihm wirklich, weil das ein ganz, ganz toller Mensch ist. Nur gestern hätte er vielleicht auch mal einen durchrutschen lassen können. Das hätte ihn zu einem noch etwas besseren Menschen gemacht, aber es sei ihm gegönnt. Er hat überragend gehalten. Und alleine das Ding von Benno Schmitzen, auch die Reaktion gegen Florian Kainz, Schuss in der zweiten Halbzeit, das war schon klasse. Nee, ansonsten ist er ein ganz stiller Stellvertreter von Kuhn Castells. Ich fand ihn auch besser als Castells, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Vergleich zu manchen anderen Spielen war das gestern besser, aber da ist grundsätzlich ein großer Qualitätsunterschied zwischen den beiden, der ist schon da, aber er ist normalerweise ein sehr, sehr ordentlicher Stellvertreter, auch wenn er in dieser Saison in den Spielen, in denen er gespielt hat, wenig Glück hatte und auch hier und da gepatzt hat, gestern war er fehlerfrei. Ja, wegen mir hätte er die Serie durchaus noch ein Spiel weiterlassen können, aber ja. Den hat er leider nicht getan. Also ich kann wirklich nur allen zustimmen. Hab's genauso gesehen. Also nochmal auf diese ersten 15 Minuten, die sind ja regelrecht über die hergefallen. Also ich dachte, die fressen die auf, ne? Und das war wirklich beeindruckend. Natürlich auch unterstützt von einem fast schon fanatischen Publikum, wie ich selten erlebt habe. Das kam ja sogar übers TV-Gerät rüber, leider konnte ich nicht da sein, keine Karte bekommen, Familienbesuch dann am Tag noch, den Tag noch geplant. Immerhin wurde dann anschließend auch noch gefeiert, obwohl eine Niederlage eigentlich nie ein Grund zum Feiern ist. Aber gut, in dem Spiel war, an dem Tag war irgendwie scheinbar alles anders, und zum Spiel nochmal zurück. Ich fand den FC übrigens auch danach noch gut. Also wenn wir jetzt einfach nur mal sehen, dass Fußball ein Ergebnissport ist, dann war es natürlich ein scheiß Ergebnis, ohne Frage. Aber ich fand die eigentlich bis zum Schluss noch überragend, was die dann auch an Flanken reingeschlagen haben in den letzten 15 Minuten. Aber ich glaube, die hätten noch bis heute Abend, bis zum Beginn unseres Podcasts spielen können. Die hätten schon abreisen können, die Wolfsburger. Die hätten trotzdem kein Tor gemacht. Also es gibt halt diese Spiele, wo es einfach nicht will. Und der Knackpunkt war dann wirklich, die ersten 3 Torchancen, die wir hatten, sind alle nicht reingegangen. Und das ist der Unterschied zu den letzten Wochen. Gegen Bielefeld, erster Schuss aufs Tor drin. Gegen Augsburg, erster Schuss aufs Tor drin, zweiter Schuss aufs Tor auch drin. Und irgendwie, ich weiß, dass mein guter Freund Thomas Wagner einen FC-Spieler in der Stadt getroffen hat. Und die haben sich dann gut ein paar Bierchen gegönnt. Das war nach Augsburg. Und da hat man dem Thomas dann erzählt, ja, wir können im Moment machen, was wir wollen. Der erste Schuss sitzt immer. Und dann gewinnen die das Spiel halt. Und das war halt jetzt leider nicht der Fall. Und ja, dann nahm dieses Spiel seinen Lauf. Aber was das Schöne ist, es wäre trotzdem wieder möglich gewesen. Also das heißt, es ist nicht zufällig mal in den letzten Spielen gegen Bielefeld und Augsburg zufällig mal der erste reingefallen. Auch gestern waren es dann Millimeter, die gefehlt haben, dass Benno Schmitz reingeht. Und das muss uns ja grundsätzlich sehr, sehr positiv stimmen, dass das alles nicht auf großem Zufall aufgebaut ist, sondern wirklich was Handfestes ist, was die Mannschaft auf den Platz bringt. Absolut, und das ist einfach beeindruckend, was sie jetzt auf einmal auch an eine Körpersprache entwickelt haben. Das fing ja mit einzelnen Spielern an, wenn ich an Salih Özcan der letzten Saison denke und sehe den jetzt, auch wenn er jetzt vielleicht nicht gestern seinen allerbesten Tag hatte, aber grundsätzlich wirkt die ganze Mannschaft in sich gefestigter und hat natürlich auch diesen Lauf gelebt, ne? Also das muss man auch sagen. Ich bin jetzt gespannt, wie sie jetzt damit umgehen. Wird es einen Spannungsabfall geben und so weiter. Aber das werden wir nachher machen, wenn wir dann, glaube ich, auf die Analyse zu sprechen kommen. Ich hätte jetzt mal eine Frage an die ganze Runde. Was abseits? Für mich war es bis heute abseits. Für mich ja, für mich auch. Danke, dass du es sagst. Ich gucke aufs Knie. Das Knie ist im Abseits, sorry. Also
Oder habe also ich da? Ich glaube auf jeden Fall, wenn die dieses Bild gezeigt hätten und gesagt hätten, Abseits, hätte auch keiner aufgeschrieben und gesagt, das ist doch kein Abseits. Also es ist gut möglich, dass die Kniescheibe minimal auf dem Abseits war, aber auf der anderen Seite hätte ich mich auch geärgert, wenn ich dieses Bild gesehen hätte und sie hätten dem FC das Tor weggenommen. Da würde ich dann gefühlt auch immer sagen, im Zweifel für den Angreifer. Und trotzdem ist es so, so ganz eindeutig schien es mir nicht zu sein. Genau, ich sehe es auch so. Wir hätten umgekehrt wahrscheinlich auch jetzt diskutiert, wenn beim FC sowas dann einkassiert worden wäre. Vielleicht dem Platzsturm schon weitaus früher gegeben wahrscheinlich, wenn so ein Tor... Nee, aber auch dann hätten wir hältstens eine Sequenz früher oder eine Sequenz später an. Das sind ja dann immer so diese Entscheidungen. Aber ich habe auch gedacht gehabt, dass das Knie, aber auch die haben ja das Lot von der Schulter ausgefällt. Aber diese Trikotlinie Armlinie da, die war ja auch noch weiter vorne. Das wären dann ja auch noch mal diese 20 Zentimeter gewesen. Also ich fand es auch abseits. Aber wie gesagt. Ja, ich will jetzt auch nicht nachkarten, aber ich fand es komisch, dass es nicht mal diskutiert wurde. Das fand ich. Also, die haben in der Halbzeit bei Sky eine Linie gezogen und da habe ich gesagt, hör mal, wenn das nicht abseits ist, verstehe ich die Welt nicht mehr. Keiner geht drauf ein und im Nachhinein habe ich auch nirgendwo groß noch gesehen, dass es überhaupt besprochen wurde. Aber gut, ist jetzt so, ich will da jetzt auch nicht groß nachkarten. Wir hatten nämlich in dieser Saison eigentlich öfter Glück mit dem Videoschiedsrichter, aber leider am Samstag nicht so. Wir hatten ja beim zweiten Tor hatten wir dann auch nochmal Glück, wobei dafür braucht man eigentlich keinen Videoschiedsrichter. Ich wollte gerade sagen, das muss man eigentlich so sehen. Wurde es ja, glaube ich, auch, ne? Ich meine, wurde auf dem Platz doch schon die Fahne gehoben. Also ich glaube, das war gar nicht irgendwie Videoschiedsrichterbelang. Keine Ahnung, ich habe in der ersten Wiederholung habe ich nur direkt gesagt, Abseits zählt nicht. Ja, gut. Ich muss aber auch zugeben, ich hatte bei dem Gerhard-Treffer auch gedacht, muss mir keine Sorgen machen, das wird zurückgepfiffen. Ja, und da zeigt er plötzlich auf den Punkt. Also sehe ich genau wie ihr. Ich hatte es anders vermutet von den Bildern her. Manchmal täuscht aber auch einfach die Perspektive, ne? Weil man ja nur diese Kamera hatte, die hinter dem rechten Spieler war, der die Vorlage gespielt hat, also eine Matcher oder wer das war. Ich glaube, hätte man von oben drauf geguckt, hätte man vielleicht ein bisschen deutlicher sehen können, ob er drin oder draußen war. Also, da könnte die Perspektive ein bisschen verzerren einfach. Wirklich. Ja, aber ich finde auch gut, dass der FC es überhaupt schafft, sich gegen so einen Gegner in so eine Druckphase überhaupt reinzufinden und dieses Powerplay ja auch eigentlich fast 30 Minuten aufrechtzuerhalten, so als wenn es schon die letzten 5 Minuten von so einem Spiel wäre. Ich denke, da muss man auch unbedingt nochmal Jonas Hector total lobend hervorheben, was der für diese Mannschaft arbeitet und rackert und in die Waagschale wirft. Finde ich total beeindruckend, auch in seinem ja doch etwas höheren Alter noch so einen Aufwand zu betreiben. Hat mich total beeindruckt. Es hatte so ein bisschen Vibes wie das Spiel gegen Schalke, fand ich. Also letztes Jahr das Spiel gegen Schalke am letzten Spieltag, wo man ja auch unbedingt einen Sieg brauchte. Und da hat es ja noch geklappt, jetzt hier leider nicht. Aber von der Art des Versuchens, des Anlaufens, des Anrennens her, hat mich das sehr an dieses Spiel gegen Schalke erinnert. Ich bin mir auch sehr sicher, wenn der FC bis zur 80. den Ausgleich macht, wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass sie es sogar auch noch drehen werden. Aber es hat nicht sein sollen. Man muss Wolfsburg jetzt zumindest lassen, wenn ich sie denn loben möchte. Die haben sich zumindest recht leidenschaftlich da in die Schüsse reingeworfen, das verteidigt und so. Also es war denen jetzt auch nicht komplett Wurst, was da für ein Ergebnis bei rauskommt. Dafür haben sie sich aber auch dann teilweise minutenlang auf dem Rasen erholt. Um Schwachs Gesundheitszustand musste man sich ja wirklich ganz große Sorgen machen. Ja, war unfassbar, wie lange der liegen geblieben ist. Ich finde es sowieso auch ein Wahnsinn, wenn ein Bundesliga-Profi ab Mitte der 60. Minute mit Krämpfen behandelt werden muss. Dann ist er entweder ein ganz übler Schauspieler oder der ist wirklich nicht Bundesliga-tauglich. Das fand ich auch höchst unsportlich teilweise. Wobei es bei dem Micky van de Veen, der da Linksverteidiger gespielt hat, lässt es sich zumindest erklären, dass der jetzt sehr lange raus war, verletzungsbedingt und eigentlich nur für die Bank vorgesehen war, noch nicht für die Startformation. Durch den Ausfall von Jérôme Roussillon dann reingerückt ist und so erkläre ich mir zumindest, dass er, das war überhaupt sein erstes Bundesligaspiel von Anfang an, der kam im Sommer aus der zweiten Liga aus den Niederlanden und da kann ich mir schon erklären, dass das Neuland für ihn ist und dass das dann Krämpfe auslöst. Ansonsten hatte ich auch das Gefühl,
die liegen ein bisschen viel und liegen ein bisschen lange und dafür gibt es dann aber einen Schiedsrichter, der das unterbindet. Und das ist dann halt der Job von Tobias Stieler gewesen. Ja, okay, das wusste ich jetzt nicht. Gut, dass hier der Experte aus Wolfsburg ist. Ja, die waren aber wirklich, hatte das Gefühl, das scheint da generell ein Problem zu sein. Ich meine, soll uns jetzt hier nicht so interessieren, aber die wirkten schon ziemlich platt. Also ist das schon öfter aufgefallen? Ja, die ganze Saison. Also sind die Mannschaft mit den wenigsten Laufkilometern der Bundesliga dramatisch unfit, wenn ich das mal so sagen kann. Also da wurde im Sommer sehr, sehr viel versäumt und das erklärt zum Teil auch das Ergebnis dann in dieser Saison. Und also in der Tabelle der letzten 15 Minuten sind sie vorletzter noch knapp vor Fürth. Also die bauen, wenn sie nicht 2-0 führen bis zur 60. Minute, wird es immer sehr, sehr eng. Deswegen, das war schon ein bisschen die Hoffnung und der Versuch war auch da vom FC, die dann in der Schlussphase nochmal einzuschnüren. Und da hatten sie ja bei Wolfsburg auch kaum noch Entlastungsszenen dann irgendwie nach vorne, dass es nochmal gefährlich wurde. Das ist tatsächlich eine Frage der Fitness und der Kraft beim VfL Wolfsburg. Das hat man ja auch im Hinspiel gesehen. Ne? Das waren ja auch dann insbesondere das 3-2, ne? Aber auch das 2-2. Das waren ja, kann man auch schon auf die Kondition mit zurückführen. Ne? Ja, letzte Woche in Stuttgart haben sie auch in der 89. dann den Ausgleich kassiert. Also deswegen, die Hoffnung war durchaus gegeben, dass da noch was kommt dann irgendwie. Aber das blieb diesmal aus. Ja, leider. In der Tat, schade. Ja, man kann auch nicht erwarten, dass der FC 5 Spiele in Folge gewinnt, obwohl es hier möglich gewesen wäre. Ihr habt ja schon gesagt, wie die Statistiken aussahen. Ich finde, so ein bisschen wird man, ja, ich will gar nicht von Enttäuschung reden, aber nach dem Spiel schlugen in meinem Herzen so, oder meiner Seele zwei Brüste, oder wie immer, egal, ihr wisst, was ich sagen möchte. Corona ist schuld. Deinem Herzen schlugen zwei Brüste. Ja. Das hoffe ich auch bald wieder, aber ihr werdet der Corona-Zeit angeguckt. Ich schieb das auf Corona. Ihr wisst alle, was ich sagen will. Ich habe Faust sogar wirklich gelesen, liegt auf meinem Schreibtisch hier. Ich habe trotzdem vergessen, wie der Spruch in echt lautet. Corona macht wirklich was mit deinem Gehirn. Das ist so. Also ich bin total. Ich glaube, die Quarantäne, nicht Corona. Die Quarantäne macht was mit deinem Gehirn. Beides wahrscheinlich. Alles zusammen. Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Das eine war natürlich total freudig, dass wir Platz 7 safe haben und Hoffenheim kann machen, was es will. Die werden uns die Saison nicht mehr einholen. Das andere hat natürlich gedacht, mit einem Punkt mehr wäre natürlich sogar vielleicht noch Platz 4 gestern angreifbar gewesen. Nach gestrigen Ergebnissen. Das wird jetzt so ein bisschen dadurch abgefedert, dass Leipzig gerade sehr hoch gegen Augsburg gewinnt. Die führen jetzt schon 4-0 in der 70. Minute. Das heißt, Platz 4 ist sowieso nicht in Reichweite für uns. Platz 5 wird jetzt auch schon sportlich. Selbst wenn Freiburg verliert, haben sie noch ein um 9 Tore besseres Torverhältnis. Das heißt, die müssten 4-0 verlieren, wir 5-0 gewinnen oder so, um auf Platz 5 schielen zu können. Heißt also, unterm Strich ist Union für uns der einzig noch abfangbare Gegner. Wie ging es denn euch nach dem Spiel? War da eher Enttäuschung oder dann doch eher Freude, so direkt nach Abpfiff? Brutal enttäuscht. Ich habe mich gefühlt wie Jonas Hector im Mittelkreis. Also wie sie den dann anschließend auch noch zum Feiern bewegen wollten. Also ich habe mich genauso gefühlt wie er, weil ich spiele ja auch immer mit. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man dann so ja auf seinem Platz sitzt und auf einmal kommt der Ball in den Strafraum, einfach mit das linke Bein, ich bin Linksfuß, anzuzucken. Ne? Oder das Kopfball. Sieht man es ja auch manchmal, wenn die den Kopfball mitgehen. Ne? Und das mache ich dann auch. Ne? Und also auf gut Deutsch gesagt, ich bin so ein Fan, der mitspielt, weil es eigentlich richtige Fußballspielen bei mir leider vorbei ist, körperlich bedingt. Und ja, deswegen mache ich es halt da. Es ist automatisch, kommt einfach, ist genau wie als Beifahrer bremse ich ja auch immer mit. Ne? Also das ist, das geht nicht anders. Und deswegen, ich habe mich genauso gefühlt, als hätte ich gerade dieses Spiel, was man eigentlich nie verlieren darf, mindestens unentschieden spielen muss. So, und da habe ich in der Sekunde, war mir Europa, ehrlich gesagt, noch egal. Und ich war brutal enttäuscht. Also ich hatte, ich habe gehört, die Leverkusen gewinnt, ja, jetzt müssen wir auch noch denen danken. Das war dann so der erste Gedanke. Ne? Also eine richtige Freude kam dann erst deutlich später auf. Und wenn ich ehrlich bin, fängt es jetzt erst langsam an. Also wir haben ja jetzt Sonntagabend und so seit Sonntagnachmittag fange ich an, mich darüber zu freuen. Dann kann man ja sich denken, wie ich zum Thema Platzsturm stehe.
Also ich wäre da nicht runtergelaufen. Ich habe Verständnis, weil viele Leute ja auch Jahre, ja, das heißt, ja, man kann schon fast sagen, jahrelang durch Corona und die damit verbundenen Maßnahmen halt teilweise sehr auf ihr Hobby verzichten mussten, die auch sehr viel Geld dem FC geschenkt haben. Dann kannst du natürlich auch mal sagen, jetzt wollen wir uns ein Stück weit was zurückholen. Aber gut, man kann es auch anders machen. Aber ich denke, da hat jeder eine eigene Meinung zu. Ich bin da bei dir. Ich sehe es auch so. Also zum einen, um Dennis seine Frage vorweg zu beantworten, ich hatte da wirklich zwei gemischte Gefühle in mir drin. Das eine war natürlich die Enttäuschung ist es weniger, sondern eigentlich ja das Realisieren, dass die Europa League jetzt wirklich schwer wird und nicht mehr von uns alleine abhängig ist. Weil in die Europa League, in die Gruppenphase, das wäre so für mich das Maximum gewesen. Champions League habe ich immer, ich hab keine Ahnung, wie oft ich in den letzten Wochen die Champions gesungen habe, um mich da selber so ein bisschen in die Euphorie reinzubringen. Aber für mich war eigentlich immer das realistische Ziel die Europa League und das sehe ich jetzt nicht mehr. Aber auf der anderen Seite bin ich auch den ganzen Tag so in dem Flow drin gewesen. Aus der Relegation wollten wir irgendwas zwischen Platz 9 und 12 haben und jetzt wird es auf einmal Platz 7 und oder vielleicht wird es ja sogar noch Platz 6, aber Platz 7 ist safe und das ist ein Riesenerfolg und das habe ich dann auch irgendwie in der Situation auch so ein bisschen mit gefeiert. Platzsturm hätte ich aber trotzdem auch nicht gemacht, weil ich finde, ein Platzsturm in der Saison, die Saison ist noch nicht abgeschlossen, es geht auch noch um was und es war eine Niederlage halt trotzdem, finde ich, ein Platzsturm nicht angemessen und ja, ich finde, deswegen hätte ich ihn nicht gemacht und finde es auch nicht gut, dass gemacht wird. Und in dem Zusammenhang, was du gerade eben gesagt hast, Ralf, da ist das Bild mit Jonas Hector, ich finde das der Wahnsinn, der liegt da auf dem Boden, da sind zwei Maskenmänner, was im Express online steht, zwei Maskenmänner, die da während dem ganzen Spiel die Pyros gezündelt haben. Die rennen dann mit Maske im Gesicht auf dem Platz. Das ist totaler Wahnsinn. Und Jonas Hector ist da fix und alle. Also ja, da glaube ich, ist nachvollziehbar, warum der keinen Bock zu feiern hatte mit Leuten, die da mit Maske auf den Platz kommen. Ich finde es halt auch ein bisschen problematisch, wenn der Platzsturm und die Freude und die Emotion dann in Vandalismus ausatmet. Und wenn ich da sehe, dass da sogar die Werbeaufsteller von den aus dem Interviewbereich in die Straßenbahn geschoben wurde und die Sachen da auseinandergenommen werden, da habe ich irgendwie auch immer ein komisches Gefühl, dass das so definiere ich zumindest nicht meine Freude über den ersten FC Köln, dass ich den Rasen da zerpflücke und mir noch irgendwas mitnehme. Ansonsten war es bei mir auch total gemischte Gefühle, aber eigentlich schon sehr, sehr schnell die totale Freude, dass Hoffenheim da nicht mehr rankommen kann, weil zwischenzeitlich sah es ja tatsächlich so aus, als würde Hoffenheim noch gewinnen und es wären nur noch 3 Punkte und dann am letzten Spiel dann Stuttgart. Und wenn man, das wäre die allergrößte Enttäuschung dann gewesen, dann am letzten Spiel auf Platz 8 zu rutschen. Und so sehe ich das jetzt sehr, sehr pragmatisch und euphorisch und feierlich, dass der FC in der Conference League die besten Aussichten. Ich glaube, leistungsmäßig passt der FC da am besten in diesen internationalen Wettbewerb. Ich habe mir heute mal die Gruppen so angeguckt, die da mitgespielt haben im letzten Jahr. Wenn man dann vielleicht sogar die Aussicht hätte, da ein bisschen weiterzukommen und letztendlich werden vor allen Dingen die Heimspiele ein Punkt sein, die das meiste Geld einbringen, dann glaube ich schon, dass das eine gute Sache wird und auch leistungsmäßig perfekt für diese Mannschaft dann sein wird. Und so gesehen bleibt es überragend und ich wehre mich selbst gegen mich da irgendwie auch nur ansatzweise nach dieser Saison zu ärgern, weil das ist überhaupt nicht angebracht. Auch wenn man sagt, da wäre jetzt mehr drin gewesen, da gab es dann auch genügend andere Spiele, wo wir dann irgendwelche Punkte geholt haben, die dann vielleicht ein bisschen glücklicher auch waren und dann hätte man auch weniger haben können. Deswegen, da muss es stehen, ist es überragend und damit sollte jeder glücklich und zufrieden sein. Und vielleicht klappt es ja noch, wenngleich ich nicht glaube, dass Union gegen Bochum da jetzt nochmal irgendwas anbrennen lässt. Also ich würde auch vielleicht einwerfen, ganz kurz, dass ich natürlich auch das als einen riesigen Erfolg sehe und dass ich auch mittlerweile auch Freude entwickelt habe, aber
Dennis hatte ja nach dem ersten Augenblick gefragt, also als er ja, absolut verständlich wurde. Und da war halt dieser Vergleich halt, ich habe mich in dem Moment als Spieler gefühlt und deswegen kann ich das also wirklich nachempfinden, dass die Spieler keine Freude zeigen konnten. Ich konnte es halt erstmal auch nicht, aber im Laufe des Abends wurde das schon ein bisschen lockerer. Nach dem dritten Kölsch. Ich habe gestern Abend nur Stiegelbier getrunken. Also, okay. Aber normalerweise Kölsch, ja. Ich finde, du hast mein eigenes Gefühlsleben perfekt beschrieben, Ralf. Mir ging es ganz genauso. Und das war so ein Gefühl zwischen Kopf und Herz irgendwie. Herz war ein bisschen enttäuscht. Kopf sagt, ey, freudig, geile Saison. Platz 7 ist der Wahnsinn nach der letzten Saison. Also insofern ging es mir genauso. Ich fand auch den Platzsturm befremdlich, sagen wir mal. Also ich bin ja kein Rheinländer, weiß ja jeder. Und ich kann mich nicht ganz in dieses komplett eskalierende und mit Ansage feiernde hineindenken manchmal. Es ist ja auch klar, die Leute wollten das. Also die haben jetzt, die brauchten den Vorwand für diesen Platzsturm. Die wollten sich gerne mal ekstatisch freuen. Vielleicht mussten da wirklich irgendwelche in Corona aufgestauten Emotionen raus. Das sei auch jedem unbelassen. Auf dem Rasen gehen finde ich auch nicht schlimm. Ein paar Grashalme mitnehmen als Erinnerung finde ich auch nicht schlimm. Als erste Amtshandlung aber, quasi mit dem Klappspaten in der Hand dahin zu rennen und den Elfmeterpunkt auszubuddeln. Wahnsinn. Ja, das hat für mich nichts mehr mit irgendwie sich über die Mannschaft und den Mannschaftserfolg freuen zu tun. Und der Witz ist ja, der wurde ja gar nicht gebraucht in diesem Jahr. In dieser Saison. Ja, genau. Das war nicht, wenn wir das Spiel durch einen Elfmeterpunkt, durch einen Meterschuss gewinnen, dann ist nochmal was anderes. Aber das war wirklich nur eine Souvenirjagd. Vielleicht taucht auch der ein oder andere Rasen demnächst auf eBay auf oder so, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch ein HSV-Fan vom Elfmeterschießen. Ja, genau. Oder ein Fan von Marvin Hitz oder so, kann ja auch sein. Oh. Aber der hat keine Fans. Wahrscheinlich nicht mehr. Wahrscheinlich wissen nur die Eltern, wer das ist. Nee, aber das ist das eine. Natürlich auch die Typen, die diese Werbebande da von Sky abtransportiert haben. Ist ja wirklich wie aus so einem Monty Python-Sketch irgendwie, ganz absurd. Und was ich auch nicht verstehe, weder bei Frankfurt noch bei Schalke noch bei uns, wenn man da Leute auf den Rasen laufen sieht und das Erste, was sie tun, ist, die machen ein Selfie. Die schnappen sich irgendeinen Spieler, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht, gerade jetzt so ein Hector zum Beispiel, zerren den vor eine Fotokamera und machen ein Selfie. Das ist für mich dann auch wieder reiner Egoismus unterm Strich und irgendwie dieses Gefühl von wegen, ich brauche für mein Instagram-Profil jetzt 1000 Likes mit dem Foto. Da geht's nicht mehr um den Verein, da geht's nicht mehr um Feiern oder um positive Emotionen. Das ist eine reine Selbstdarstellung. Und das machen ja auch nicht mehr nur Kiddies, das machen ja auch ganz erwachsene, gestandene Menschen, die mitten im Leben stehen sollten, das nicht nötig hätten. Und da denke ich mir, Leute, genießt doch den Augenblick und lasst doch euer scheiß Handy mal weg. Das denke ich mir auf jedem Konzert auch. Ihr müsst den Scheiß nicht filmen, ihr seid doch da. Ihr könnt das da einfach miterleben, statt immer durch so einen Bildschirm. Ja, es ist so eine Errungenschaft unserer Zeit, wenn man das so nennen, aber ist leider so. Ich wollte nur eine Sache noch sagen, weil ich kenne auch sehr viele Leute, die auf dem Platz waren. Das habe ich an der Timeline über Facebook gesehen. Ich sage jetzt mal so, die meisten haben sich auch wirklich so benommen, wie du es gerade gesagt hast, Dennis. Die gehen auf den Platz, reißen vielleicht mal drei Rashalme raus und benehmen sich ansonsten gut. Also es sind dann halt dann die Leute, die meinen, die müssten dann den Torpfosten komplett niederreißen und sowas. Das ist dann auch eine verhältnismäßig kleine Zahl im Verhältnis zu denen, die sich halt ordentlich verhalten. Das ist ja eigentlich auch nichts gegen einzuwenden. Nur ich wäre halt dazu gestern nicht in der Lage gewesen, wäre ich im Stadion gewesen, hätte ich mich dem definitiv verweigert. Also ich kann da vielleicht ein nettes... Was tut zuerst, Thomas? Ja, nee, ich wollte nur sagen, ich war 2014 gegen Bochum beim entscheidenden Aufstiegsspiel im Stadion und da bin ich auch irgendwie oben auf der Tribüne sitzen geblieben, weil ich das irgendwie ist das jetzt nichts, was wo ich sage, da muss ich unbedingt runter. Aber erzähl du. Du siehst von oben auch mehr, ne? Du siehst von oben auch mehr. Absolut. Ich hatte da von unserem Fanclub waren ein paar Leute im Stadion, die glücklicherweise Tickets bekommen haben. Und so ein Fanclub-Mitglied hat dann geschrieben, I'm not amused. Und irgendwie 10 Minuten später taucht ein Bild in unserer WhatsApp-Gruppe auf, wo die Person im Innenraum steht. Das fand ich dann sehr bezeichnend, wie man not amused in den Innenraum reingehen kann. Aber okay, auf der anderen Seite, ich meine, 2017 habe ich es auch gemacht, saß im Oberrang, habe mir das bunte Treiben von oben aus angeguckt und dann nachher mit einem Bierchen in der Hand bin ich dann halt auch rein auf den Platz, damit man einmal da gewesen ist und ja, so what.
Aber es hätte nicht sein müssen gestern, finde ich. Aber in 5 Jahren wird es dann zumindest nur noch die Bilder geben, wie Toni dann zum zweiten Mal auf den Händen schwebend durch Köln-Müngersdorf getragen wurde. Ja, wobei auch da denke ich, ist es was anderes, ne? Also das hier war jetzt nach 2017, glaube ich, wirklich, es war eine Überzeugung, es war aus der Situation heraus. Und jetzt, so kommt es bei mir zumindest an, ist es, man hat es vor 5 Jahren gemacht, also machen wir es jetzt auch wieder. Das sah nach billiger Kopie aus, so ein bisschen. Und ja, so ganz ja, total gelöst war er da oben drauf auch nicht, glaube ich. Dass ja, ich ihn nicht hochbekommen habe. Der ist einfach immer runtergefallen. Hegel hat gesagt, Geschichte wiederholt sich immer zweimal, beim zweiten Mal als Farce. Vielleicht ist da was dran. Ja, gut. Eine Sache vielleicht noch, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, der FC hat es ja eigentlich durch seine beständigen Aufrufe eigentlich fast schon herausgefordert. Also ich weiß nicht, wenn sie nichts gesagt hätten, wäre vielleicht gar nicht so viel passiert, aber weiß nicht, ist natürlich jetzt ein bisschen Küchenpsychologie, aber wenn du das schon 2 Tage vorher ankündigst, ne, so, und dann schon die Ersten sagen, nö, ich hier auf jeden Fall, wenn wir Europa erreicht haben, jedenfalls habe ich diese Reaktionen überall gelesen, dann hat man natürlich auch so eine kleine Herausforderung an seine eigenen Fans gestellt. Aber gut, ich sehe auch ein, dass sie es machen müssen, auch aufgrund der Kosten etc. Aber naja, es ist jetzt passiert. Ja, und der FC ist halt nochmal ein emotionaler Verein. Ich denke, es gibt Schlimmeres im Leben. Ich wollte sagen, es ist ja nichts Schlimmes passiert. Also es sind keine Verletzten, keine Randale oder sonst was da. Genau, das wäre mal eine Frage gewesen, weil gestern Abend in der Arena auf Schalke, da sind ja Menschen verletzt da rausgegangen, weil es so chaotisch zugegangen ist. Gibt es da irgendwie was aus Köln? Ist da alles gesund geblieben? Sind es in Anführungszeichen nur Sachschäden? Ich habe nichts gehört, Gegenteiliges, nichts gelesen. Ich gehe mal davon aus, bis auf die Sachschäden ist alles heile geblieben. Und ich habe zumindest eine interne Quelle, die sagt, also so halbintern, die sagt, es gibt eine Platzsturmversicherung. Das heißt, der FC wird die Kosten nicht selber tragen müssen wahrscheinlich. Deswegen auch die Durchsagen, ne? Also deswegen auch die Durchsagen, weil die musst du machen in der Poliz. Deswegen musst du auch diese Zäune dahin stellen. Das ist so wie, du musst ja auch dein Fahrrad abschließen, damit die Versicherung zahlt, wenn es dann doch geklaut wird und so. Also ich hoffe, dass man da nicht auf den Kosten selber sitzen bleibt. Und ich habe wohl auch gelesen, dass der Rasen zum Glück nicht komplett erneuert werden muss vor dem DFB-Pokalfinale der Frauen, sondern nur geflickt werden muss. Und das ist deutlich kostengünstiger, als das ganze Ding neu anwachsen lassen zu müssen. Alles klar, gut. Ja. Wir haben zum Platzsturm noch einen Hörerfall, der noch einen neuen Aspekt beleuchtet, den wir noch nicht besprochen haben. Die kommen vom Tuxbox und der fragt, es geht um den Polizeieinsatz beim Platzsturm. Und zwar schreibt er, oder ich glaube, dass es er ist, der Tuxbox, komplett schwarzer Regenwurm rennt über den Platz und filmt die Leute auf dem Platz. Komplett absurd oder angemessen? Ja, mit welcher, was wollen die mit dem Bildmaterial machen? Wenn jetzt es keine Schlägerei oder sowas gibt, dann haben die auch keinen Anlass, damit irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, wie die gesetzliche Situation mit Filmen da von der Polizei ist. Aber gut. Und rein rechtlich, glaube ich, begeht jeder, der da unten steht, erstmal Haus Friedensbruch, indem er den Platz betritt wahrscheinlich. Aber ich habe keine Ahnung, was da jetzt der Hintergrund war, warum das gefilmt wird. Aber mit Sicherheit vorsorglich, falls irgendwas passiert, um dann möglicherweise Bildmaterial zu haben. Muss ich ja immer vor Augen führen, dass so eine Hundertschaft oder wie viele Leute auch immer dann da rumgehen, im optischen Erscheinungsbild mit ihren gepanzerten Klamotten, mit Helm und sowas, jetzt nicht im ersten Anschein deeskalierend wirken. Ne? Und es ist ja auch bekannt, dass diverse Leute unter Alkohol vielleicht ein bisschen anders reagieren. Und wenn dann die Polizei sagt, so jetzt geh mal weg hier, jetzt reiß mal nicht den Elfmeterpunkt raus oder lass den Torpfosten drin, dass sowas dann auch mal ganz schnell eskalierend umschwenken kann. Und deswegen weiß ich nicht, ob das... Weil es war ein feierlicher Anlass, war ja nicht so ein Gewaltanlass wie damals nach dem Abstieg gegen Bayern München, wo man echt Angst haben muss, oder wie es im Volkspark nach dem Abstieg vom HSV war. Hier war es ja ein feierlicher Anlass. Da weiß ich nicht, ob man so
so daherkommen muss dann auch und dann da durchmarschieren muss und filmen muss. Ich sag mal so, mindestens zur Sicherung des Gästeblocks muss Polizei ja da sein, weil sonst, das haben wir ja erst bei Frankfurt gegen West Ham gesehen, als die Frankfurter bis zu dem Block der Engländer durchgebrochen sind, geraden Weges nach dem Spiel, da muss man, glaube ich, da dass es da nicht eskaliert, da musst du schon Polizei haben. Okay, ansonsten das ist richtig. Hatte ich ja jetzt nicht den Eindruck, dass da zumindest irgendwas verhindert wurde. Also die haben die Leute ja nicht vom Tor oder so runtergeholt, oder? Ja, das habe ich zumindest nicht gesehen. Ja, den Aspekt mit Sicherung des Gästeblocks, den hatte ich gerade nicht auf dem Schirm, das stimmt. Ja, sind ja wieder Fans im Stadion. Da muss ich mich dran gewöhnen, auch wieder in seiner Argumentation. Genau. Nee, ich denke auch, du musst das Polizei da auch ein bisschen filmen. Das ist, man muss ja auch gucken, was da so passiert. Ne? Jetzt ist halt alles gut gegangen, aber du weißt ja nie, was Leute im Überschwang der Emotionen, unter Alkoholeinfluss, vielleicht daneben sie 2 Stunden in der Sonne standen und so, was die da tun. Vielleicht sind da auch irgendwie, der Schwager hat gerade die Frau vom anderen Typen angebaggert oder so. Also das kann ja erstmal passieren. Ist schon okay, wenn sie da sind. Filmen werden sie wohl müssen. Ja, ob da jetzt wirklich jemand verfolgt wird, also weiß nicht, was mit den dreien ist, die Werbebande geklaut haben, ob man die versucht zurückzubekommen von denen. Ich frage mich, gibt es jetzt irgendwo in Deutschland ein Wohnzimmer, wo diese Werbebande drin steht? Steht die irgendwo zu Hause oder im Garten oder so? Was macht man mit diesen Dingen? Geben die jetzt Interviews davor? Machen die jetzt so Videocalls mit dem Ding im Hintergrund so? Weiß ich nicht. Ja. Das habe ich auch noch nie gesehen. Nicht, weil ich damit sollte. Also. Ja. Aber okay, die Leute haben halt das gesehen und gesagt, okay, dann nehmen wir uns jetzt einfach mal mit. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich denke, das Sportliche ist vielleicht dann doch jetzt wieder ein bisschen interessanter. Ich stelle jetzt einfach mal eine Frage in den Raum. Dass Europa erreicht wurde, ich meine, das ist ja wirklich schon ein kleines kölsches Wunder, muss man schon sagen, aber es hat ja natürlich auch diverse Namen. Und ich habe mal für mich darüber nachgedacht, wer jetzt vielleicht neben Steffen Baumgart von den Spielern für mich ein ganz entscheidender Faktor war. Und ich habe da mal drüber nachgedacht, es kann eigentlich nur, also neben, klar, die immer genannt werden, sind Modest, natürlich auch Salih Özcan, aber für mich ist es der Torwartwechsel gewesen. Weil man stelle sich vor, der Torwart wäre nicht gewechselt worden. Und ich denke, es ist mittlerweile selbst den größten Horn-Freund und Fan aufgefallen, dass es einen Unterschied gibt, ne, und dass da diverse Dinge jetzt halt nicht mehr stattfinden. Und ja, wenn ich allein schon an das Freiburg-Spiel denke, gewinnen wir 1-0, Marvin Schwäbe hält überragend, hat, glaube ich, 2 Dinger, so ganz Flachschüsse aus den Seiten rausgezaubert, wie er das geschafft hat. Keine Ahnung, hat auch direkt, glaube ich, eine 1 im Kicker bekommen. War definitiv schon ein ganz spielentscheidendes Spiel. Das waren 2 Punkte, die er gerettet hat. Dann fällt mir das Spiel in Leverkusen ein. Auch 2 Punkte, die er im Prinzip gerettet hat durch seine Reaktion. Bielefeld, da war es kurz vor Schluss, er hält den Ball und im Gegenzug fällt das entscheidende 3-1. Das sind schon 6 Punkte, die mir sozusagen aus dem Handgelenk schon einfallen. Und dazu kommt noch 1-1 gegen Haaland auch noch gehalten. Auch noch, genau. Ja, auch noch, stimmt, richtig. Ja. Also du kommst, glaube ich, wenn du hochrechnest auf circa 8 bis 10 Punkte, und auch jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Ich überlege, ob er irgendwann ein Spiel uns verloren hat, und komme da irgendwie gar nicht auf irgendein Spiel. Also Union Berlin, den hätte er sogar fast noch gehabt. Da hat Sascha Felter gesagt, ja, da hätte er vielleicht ein kleines bisschen sich anders hinstellen können. Aber ansonsten fällt ihm ja auch nichts ein. Warum ich jetzt so lange rede, es ist wirklich auffällig, wie sehr auf der wichtigen Position, dass sich da echt was getan hat und dass das am Ende dazu geführt hat, dass wir in Europa sind. Weil ansonsten hätten wir wahrscheinlich noch einige Punkte weniger. Es kommt ja noch ein anderer Aspekt dazu. Neben den Paraden ist ja auch seine ruhige Art, das Spiel aufzubauen. Er ist ja praktisch wie ein Feldspieler da hinten. Ich kenne kaum, Manuel Neuer ist vielleicht noch die Ausnahme, einen Spieler, der so gut mit dem Fuß ist. Also deswegen mein Held, sag ich mal, für das, was wir Europa erreicht haben, heißt neben allen anderen, weil die alle toll waren, einfach Marvin Schwäbe. Aber Ralf, stellst du dir gleichzeitig auch die Frage, und das habe ich irgendwie auch schon getan, was wäre gewesen, wenn Marvin Schwäbe vom ersten Spieltag an im Tor gestanden hätte? Also wir haben, welcher Spieltag war es gegen Gladbach, als er reinkam? Also da gab es schon eine Reihe an Spielen, ohne dass Timo Horn jetzt jedes Spiel davor ja verloren hat. Und trotzdem. Nee, das war ja gar nicht so schlecht, um Gottes Willen. Nein, also, habe ich mich beim Gedanken daran durchaus schon erwischt, wenn der früher drin gewesen wäre,
wäre es, was den ganzen Spielaufbau betrifft, hätte da von Anfang an eine andere Qualität drin gestanden. Das ist zumindest der nächste Gedankenschluss, den man daraus ziehen kann. Und letztendlich, am Ende war es eine Verletzung, beziehungsweise dann auch später eine Erkrankung von Timo, die dazu geführt hat, dass Marvin Schwebe erst reingekommen ist. Ja, war übrigens am 12. Spieltag hatte Horn sein letztes Spiel. Also er hat danach noch einmal gespielt, als Schwebe Corona hatte. Aber ja. Also insgesamt hat 13 Spiele halt Timo Horn im Tor gestanden und den Rest Marvin Schwebe. Danke. Also, um da nochmal drauf zu rückzukommen auf deine Eingangsfrage, ich finde auch, dass Schwäbe mit Sicherheit einen großen Faktor mit dazu beiträgt. Du hattest eben den Namen Sascha Felter gesagt. Ich weiß nicht, Dennis, darf ich einen anderen Podcast gerade nennen, wo Sascha Felter genau das nämlich mal analysiert hat, die Vergleiche zwischen Timo Horn und Marvin Schwäbe? Das war im Geistpod, darfst du ruhig sagen. Richtig, in der Folge 53 vom Geistpod. Da geht der Sascha Felter nämlich ganz gut darauf ein, was Schwäbe anders macht als Horn und weswegen er so eine Bank hinten drin ist. Und das fand ich sehr interessant zu hören. Ich war jetzt selber früher im Kreisliga-Bereich Torhüter und hab da die Folge mir angehört und fand das total faszinierend, was man da alles so sehen kann und rausidentifizieren kann. Und die kann ich nur empfehlen, diese Folge. Wer sich da wirklich mal näher mit auseinandersetzen will, zwischen den Unterschieden im Spiel zwischen Timo Horn und Marvin Schwäbe. Ansonsten, um deine Frage von eben, Ralf, zu beantworten, ist für mich nicht nur Marvin Schwäbe, sondern das ist für mich eigentlich das Kollektiv, dass da wieder eine Einheit auf dem Platz steht, dass der eine für den anderen läuft. Das finde ich viel beeindruckender. Das ist, dass die Leute, dass die Spieler auch laufen, dass die sich bewegen, dass die, keine Ahnung, 115, 120 Kilometer als Mannschaft pro Spiel abspulen. Das finde ich total faszinierend. Und finde, das ist so, der Erfolg kommt vom Kollektiv her und nicht nur von irgendwelchen einzelnen Spielern, sondern dass auch der 14., 15., 16. Mann oder auch die Personen, die im Hintergrund arbeiten, da auch mit da als Einheit dabei sind. Das ist für mich das Erfolgsrezept diese Saison gewesen, finde ich. Das wird ja auch bestätigt dadurch, dass sehr viele Ersatzspieler gar keine Ersatzspieler waren, sondern wirklich, als sie reinkamen, auch gezeigt haben, dass sie wichtig sind. Kingsley Schindler genau. Als Beispiel. Ne? Und kann ich nur unterstreichen, ich wollte jetzt auch nicht hier Heldenverehrungen machen, aber es ging mir halt um diese vielen Punkte, die er halt nachweisbar mehr oder weniger gesichert hat. Und deswegen habe ich Marvin jetzt mal herausgestellt. Aber du hast natürlich recht, das Kollektiv ist der Wahnsinn. Und was Steffen Baumgart da geschafft hat, also da muss man sagen, er ist ja die zentrale Figur, die das hergestellt hat, mit seinem Trainerstaff, mit dem Team, auch mit dem Torwarttrainer, der auch, glaube ich, eine ganz andere Ausstrahlung hat als der ehemalige. Also das ist sehr beeindruckend und die Mannschaft hat sich das hochgradig verdient. Das ist ja auch der Unterschied zu 2017. Das war damals super, wunderbar, wunderschön, emotional, wahrscheinlich ganz schwer zu toppen, aber es war so ein bisschen auch das Ausnutzen, dass alle anderen so schlecht waren. Aber diesmal sind wir mehr oder weniger im Europapokal, weil wir so gut waren. Und ja. Das ist der zentrale Unterschied. Deswegen glaube ich übrigens auch, dass dieser Erfolg nachhaltig sein wird. Da können wir gleich gerne nochmal drüber diskutieren. Aber jetzt habe ich schon wieder das lange ausgeholt. Ihr wolltet ja sicher noch was zu den Punkt sagen, den ich angesprochen hatte, wer der entscheidende Faktor war. Also ich bin da auch bei euch komplett kollektiv, ohne einen wirklich herausheben zu wollen. Es gibt ja keinen praktischen Kader, bei dem man sagen kann, boah, der hat kein so gutes Jahr irgendwie. Und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass man sich mal über eine Vertragsverlängerung von Benno Schmitz freut. Das war für mich völlig illusorisch. Ich habe den noch nicht mal zweitligatauglich gesehen, um ehrlich zu sein. Und ich habe Kingsley Schindler hier in Hannover dann in der Zeit, als er hier war, auch gesehen. Auch das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten, dass er auch nur andersweise in der ersten Liga irgendwie einen Fuß auf die Erde kriegt. Und da kann man von Spieler zu Spieler über Luis Schaub bis hin zu den jungen Thielmann und Lemperle gehen. Selbst Sebastian Andersson hat ja im Vergleich zu dem, der hat kaum eine Trainingseinheit verpasst. Also die haben, was die Trainingsarbeit betrifft, was das Einpflanzen von Selbstvertrauen betrifft oder das Aufbauen von Selbstvertrauen oder den Glauben wirklich in die eigene Qualität unter Steffen Baumgart, hat jeder dort einen Riesenschritt gemacht. Und das lässt mich auch hoffen, dass die Spieler holen,
wie Dejan Ljubicic aus Österreich kam und direkt eine solche Rolle spielt, dass das Baumgart es schafft, auch aus möglichen neuen Spielern oder Spielern, die Leistungsträger wie Elias Giri so ersetzen müssen, dass der es wieder schafft, dann auch welche auf das, die nächste Stufe zu bringen. Und das macht mich ein bisschen hoffnungsvoll, was die nächsten Jahre betrifft, in der Hoffnung, dass Steffen Baumgart da noch möglichst lange auf dieser Position sitzt und dass das irgendwie so weiterläuft, auch wenn es vielleicht mal dann Platz 12 oder so wird, aber dass die nicht mehr in Gefahr geraten. Und diese Gefahr besteht natürlich, wenn du nächstes Jahr international spielst, dass du angesichts der Belastung, die da ist, und die ist nicht wegzudiskutieren, das habe ich auch jetzt in Wolfsburg durch die Champions League gesehen, wenn das noch dazu kommt und die Reisen und du spielst am Donnerstag sonst wo und bist am Sonntag dann wieder in Augsburg, das werden schon, da braucht man einen breiten Kader und da braucht man viel Qualität und das wird schon dann auch mal in die andere Richtung gehen, dann wird man auch mal 3 Spiele hintereinander verlieren und dann ist es wünschenswert, dass das Ganze stabil und ruhig bleibt und da bin ich, auch wenn ich den neuen Geschäftsführer sehe, sehr, sehr optimistisch, dass das funktioniert. Ich finde dass sich der FC auf eigentlich allen Ebenen professionalisiert hat. Das beginnt in der Pressearbeit, in der Öffentlichkeitsarbeit, geht weiter mit Leuten wie Thomas Kessler, der nach außen einen unheimlich souveränen Eindruck macht und sehr eloquent und verbindlich daherkommt, finde ich. Und wahrscheinlich mit euch Pressevertretern auch ein sehr, sehr kompetenter Ansprechpartner ist. Das kannst du, glaube ich, durch alle Ebenen durchziehen. Natürlich ist das Trainingsniveau ein ganz anderes als letztes Jahr unter Markus Gisdol, da brauchen wir euch drüber reden. Das sieht man auf dem Platz, das sieht man an den Ergebnissen, das sieht man daran, dass sie einfach einen Plan haben, was sie nach dem Einwurf machen sollen. Das sind halt so Mini-Stellschrauben, aber wenn du an jeder Stellschraube einmal drehst, sitzt halt nachher anscheinend der ganze Anzug ein bisschen fester. Und das merkst du auf dem Platz und deswegen finde ich es auch schwer, einzelne Personen hervorzuheben. Ich finde immer noch, man muss in diesem, bei der Frage nach den Helden dieses Europa League oder hier Conference League Einzuges Jonas Hector erwähnen. Man muss den einfach herausheben als absoluten Unterschiedsspieler, der mit seinem ganzen Willen diese Mannschaft auch vorantreibt. Man sieht ja auch in den ganzen 24/7-Dokus, dass der in der Kabine, glaube ich, ein extrem hohes Gewicht hat, wenn der was sagt. Der ist auch mehr Firebeast, als man ihm so zutraut, wenn man sich diese Doku zu Leibe führt. War sogar der Chorleader bei der Interpretation von Tommy. Also insofern, der ist überall. 1000 Sasser in allen Gassen, der junge Mann. Hat auch sogar mehr Assists als Benno Schmitz tatsächlich, glaubt man gar nicht. Hat zwar leider kein Tor geschossen, aber trotzdem eben unheimlich wichtig für den FC. Ist ja auch ein bisschen so der heimliche Spielmacher von seiner linken Linksverteidigerposition aus. Also wenn Benno Schmitz der kölsche Cafu ist, ist es Jonas der, weiß ich nicht, kölsche Maldini oder so. Das möchte ich hier zumindest nicht unerwähnt lassen, aber ich finde auch, selbst er überstrahlt nicht das Kollektiv, auch ein Modest überstrahlt nicht das Kollektiv, trotz seiner fast 20 Tore, die hoffentlich noch voll machen wird gegen Stuttgart, die 20. Es ist eine Kollektivleistung, ja. Ich glaube aber auch, Mainz war in doppelter Hinsicht ein Wendepunkt, also beide Spiele gegen Mainz. Das erste Spiel war da eben der Torwartwechsel kam und das hat uns, glaube ich, tatsächlich nochmal einen weiteren Schritt in Richtung Europa gebracht. Und das Rückspiel war halt eben diese 60. Minute kam und sie da nochmal das 0-2 zu einem 3-2 gedreht haben. Ich glaube, die beiden Spiele waren so die Wendepunkte und eben das Kollektiv und die Tatsache, dass von der Bank nochmal richtig Druck haben, wenn einer eingewechselt wurde und dass du da wirklich auch das Gefühl hast, die kommen, die haben Bock, die wollen, die können, die machen noch was für das Spiel. Und das ist, glaube ich, ein totaler Faustpfand. Ja, und da blicke ich auch sehr optimistisch in die Zukunft tatsächlich. Und das ist, glaube ich, dann auch so ein Punkt, wenn wir nochmal zu Marvin Schwebe und Timo Horn. Ich glaube, das ist dann wiederum auch nachvollziehbar, dass Steffen Baumgart da nicht hinkommt und mal eben die Nummer 1 wegrasiert. Und der schon ein Standing hat, auch wenn es nicht bei den Fans ist. Und trotzdem ist dann dieser Umgang mit Timo Horn, fand ich das total gut, wie Steffen Baumgart gemacht hat und ihm eigentlich auch diese Chance nochmal gegeben hätte, nach der Winterpause sich zu zeigen im Pokal gegen Hamburg, wenn er dann nicht gefehlt hätte. Und dann trotzdem auch zu sagen, jetzt hat sich Marvin Schwebe das verdient. Und ich glaube auch für die gesamte Stimmung, und wenn ich dieses Tommy-Video sehe, wie da die Mannschaft zusammengewachsen ist und auch Nicht-Kölner wie Marvin Schwebe oder Luca Kilian das Tommy-Lied da singen, da ist wirklich etwas entstanden, auch in der Mannschaft, wo dann wahrscheinlich auch ein Timo Horn seinen Anteil hat, der jetzt nicht griesgrämig auf der Bank sitzt, sondern auf mich wirkt er sogar fast ein Stück weit befreit und erleichtert. So habe ich irgendwie manchmal das Gefühl, wenn ich ihn sehe.
dass diese Last so ein bisschen davon von ihm gefallen ist. Da täusche ich mich wahrscheinlich total. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass der irgendwie befreit ist von irgendeiner Sache. Und der Schlüssel ist Steffen Baumgart, der es geschafft hat, dass dieses Trainerteam ein solches Team ist, dass die Mannschaft so zusammengewachsen ist. Und nur so, glaube ich, sind solche Leistungen möglich. Weil von den Einzelspielern her gibt es bestimmt Teams, wenn ich dahinter gucke, mit Gladbach, Wolfsburg und so weiter und so fort, Frankfurt, Hoffenheim, die deutlich besser besetzt sind. Absolut. Also da sprichst du was ganz Wichtiges an. Dass eine Mannschaft wie der 1. FC Köln mit einem Kader, den der 1. FC Köln hat, zur Verfügung hat, tatsächlich vor einer wirklich top besetzten Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach, vor top besetzten Mannschaft wie Wolfsburg, also bei allem Gemotze eben, muss man schon sagen, dass sie es auch abgezockt nachher gespielt haben. Also das sind schon hochgradig besetzte Kader, die leistungstechnisch eigentlich über uns stehen müssten. Aber wie man sieht, es gibt dann doch noch ein paar andere Dinge, die mitentscheiden. Das ist schön, dass es das heute noch gibt, dass man auch mit ein bisschen weniger Potenzial an Talent, sag ich mal, trotzdem sehr erfolgreich Fußball spielen kann. Und das Ganze sieht auch gut aus dabei. Also da bin ich wieder auch beim Vergleich mit dem letzten Mal. Wie gesagt, das war wunderschön 2016-17, aber spielerisch war es eben jetzt nicht so die Wahnsinnsoffenbarung. Wenn ich jetzt sehe, wie die auch selbst ein verlorenes Spiel immer noch wirklich geil anzugucken ist. Ne? Ist natürlich nachher tragisch, wenn du es verlierst und dann noch so ein wichtiges und naja, aber du hast ja trotzdem Europa erreicht. Aber dann auch die anderen Spiele und ich überlege mir, ich meine, die haben ja noch in der ganzen Saison noch nicht einmal, zweimal in Folge verloren. Ich hoffe, es bleibt dabei. Dass die haben überhaupt noch 9 Niederlagen eingesammelt. Also als der FC letzte Mal Meister wurde 1978, waren es 8. Also das ist schon sehr bemerkenswert, wie diese Mannschaft im Prinzip Druck ausübt auf ihre Gegner und einfach es jedem schwer macht, gegen sie zu spielen. Ich glaube, da hat keiner so richtig Bock im Moment, gegen den 1. FC Köln zu spielen. Die wissen, da kommt so viel Wucht auf sie zu. Und das gelöst, das gefunden zu haben, das ist eine Riesenleistung vom ganzen Trainerteam. Ich kann da wirklich nur den Hut vorziehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das nicht so weitergeht. Aber was ich faszinierend finde, das, was du ja gerade beschrieben hast, diese Saison, der FC kommt über dieses Kollektiv, Union Berlin, der SC Freiburg, das sind ja auch alles nicht die Mannschaften, die spielerisch durch diese Einzelkönner so hervorstechen, aber als Mannschaft und die spielen alle drei nächste Saison in irgendeiner europäischen internationalen Liga. Und das finde ich, ist diese Saison, fällt es mir vielleicht jetzt auch durch den FC, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber fällt es mir besonders auf, dass halt es nicht mehr die Einzelkönner sind, die Mannschaft dann nach vorne hieven, sondern dass das wirklich so aus einer mannschaftlichen Geschlossenheit herauskommt. Und das finde ich auch eine schöne Tendenz, die man da gerade so auch erkennen kann, dass dann halt auch so Mannschaften mit den wie Hoffenheim zum Beispiel, die hätte ich ja vorher auch viel weiter oben erwartet in der Saison hier, wenn man den Kader anguckt, ne? Und Wolfsburg natürlich auch. Aber nein, es sind die Mannschaften Freiburg, Union und natürlich der FC. Das finde ich ziemlich cool, dass das sich dieses Mal mit mehr als nur einer Mannschaft in den internationalen Rängen widerspiegelt. Ja, ist ja auch schön, dass wieder ein paar Traditionsteams, die ja eine Zeit lang wirklich eine große Krise durchlaufen haben, dass die jetzt wieder für Furore sorgen. Ne? Frankfurt braucht man nur Europa League zu gucken, was die da abgerissen haben, ist ja der absolute Hammer. Der FC, Union Berlin zähle ich auch dazu. Also das sind, und Freiburg ja letztendlich auch, klar. Also das sind wirklich Mannschaften, die, wie soll ich sagen, also die gerade die Großteams, FC, Frankfurt, also die aus einer nicht so guten Situation, Frankfurt war vor ein paar Jahren auch noch in der Relegation, man nebenbei bemerkt, ne, ist noch nicht so ewig lange her, sich jetzt immer weiter nach oben gespielt haben. Also das macht ja doch ein bisschen Hoffnung. Genau. Definitiv. Ja. Aber wollen wir mal auf den nächsten Spieltag gucken. Da haben wir ja gerade schon eine gute Überleitung für gebaut bekommen. Die Gemengelage ist ja wie folgt. Der 1. FC Köln muss in Stuttgart ran. Wissen wir alle. Wir haben es nicht in der eigenen Hand. Also wir können auch gewinnen und trotzdem auf dem 7. Platz verharren, weil da hängt viel davon ab, was Union Berlin machen wird. Die spielen leider zu Hause gegen den VfL Bochum, für die es um nichts mehr geht.
Für Stuttgart selber, ja, Stuttgart steht jetzt gerade auf dem 16. Tabellenplatz, hat 30 Punkte und minus 19 im Torverhältnis. Damit haben sie genau 3 Punkte mehr als Bielefeld und 3 Punkte weniger als Hertha. Das heißt, sie sind so ein bisschen auf ihrem Platz gerade festgefahren. Absteigen werden sie wohl nicht mehr, weil dazu müsste Bielefeld halt diese 9-Tore-Differenz, 7-Tore-Differenz aufholen. 7-Tore-Differenz aufholen, genau. Das heißt, Stuttgart, ne, verliert irgendwie 4-0 und Bielefeld müsste irgendwie gegen Leipzig 3-0 gewinnen. Das klingt ein bisschen utopisch. Das heißt, Stuttgart muss nach unten nicht mal so ganz doll aufpassen. Könnte halt nur Hertha abfangen, wenn die Hertha gegen Dortmund, was schon ein bisschen erwartungsgemäß wäre, verlieren sollte. Andererseits glaube ich, wenn Hertha da irgendwie 2-0 in Führung liegt in der 70. sagt Stuttgart sich auch, naja, ist, ne, wir schonen uns mal ein bisschen für die Relegation und hoffen, dass sich der Kalajdzic nicht mehr verletzt. Was erwartet ihr für das Spiel des 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart? Also es war ja meine Hoffnung, dass Stuttgart dann nicht mehr Hertha holen kann und dadurch mit der Relegation vor Augen nicht mehr sich in alles reinhaut, wobei dann wäre der Druck von unten vom Bielefeld auch noch größer gewesen. Ja, Stuttgart muss jetzt mehr oder weniger alles oder nichts spielen. Gerade dann, sobald Dortmund gegen Hertha führt, und das werden die mitbekommen, werden die schon Gas geben müssen, um sich zu retten. Das ist macht's einerseits ein bisschen schwerer, weil man auf eine Mannschaft trifft, für die es um alles geht. Andererseits wird das Nervenkostüm entsprechend auch angespannt sein bei den Stuttgartern. Und warum nicht dort gewinnen? Also das halte ich jetzt nicht für völlig illusorisch auf jeden Fall. Ja, ich halte es da so ähnlich, wie es der Trainer immer sagt, ne, so von wegen, wir können jede Mannschaft schlagen, wir können aber auch gegen jede Mannschaft verlieren. Stuttgart können wir natürlich schlagen und wir haben ja auch eine gar nicht so schlechte Bilanz in Stuttgart. Da haben wir meistens gut ausgesehen, in den letzten Jahren nicht mehr ganz so, aber okay, das kann man ja wieder ändern. Also ich finde es vor allen Dingen interessant, weil ja beide, um ihre Ziele zu erreichen, ja gewinnen müssen. Das könnte eine total offene Feldschlacht werden. Gerade so in der letzte Spieltag ist ja bekannt für verrückte Ergebnisse. 5-4, 6-3, 4-4 hat das alles schon gegeben am letzten Spieltag. Und jetzt kommt ja noch, ich stelle mir gerade mal vor, es steht dann 2 Minuten Verschluss oder eine Nachspielzeit irgendwie 1-1. Und dann müsste eigentlich jeder von den gegnerischen Torhütern aufs andere Tor zulaufen, wenn dann auch noch mal eine Ecke kommt. Also das ist eine interessante Situation, je nachdem, wie die anderen Spielstände sind, was ja auch witzig ist, dass wir endlich dann das haben, was wir eigentlich schon für den vorletzten Spieltag gebraucht hätten, nämlich, dass alle gleichzeitig spielen. Okay, das ist ja sowieso, das verstehe ich ja sowieso nicht, wieso das abgewendet wurde. Ich fand das vorher immer ganz schön. Money. Sky zahlt, Zone-Zahlen dafür hat Geld. Genau. Nee, aber ich erwarte hier eigentlich von beiden Mannschaften Offensive nach vorne. Beim FC wissen wir, dass das so sein wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Baumgart jetzt im letzten Spiel die Taktik ändern wird, sondern die werden genau dieses Offensivspiel auch weiterspielen bis zum Abpfiff. Das ist meine Erwartungshaltung. Und bei Stuttgart ist schwer zu sagen. Also ich glaube, die Stuttgarter, ich habe lange überlegt, ob jetzt das Unentschieden in München für uns gut ist oder schlecht ist. Und dann auch im Vorgespräch mit Dennis eben kurz beschnackt. Ich glaube, dass der für den FC das Unentschieden in München von den Stuttgartern die beste Ausgangsposition ist, weil die Stuttgarter, wie ihr gerade eben schon beschrieben habt, die Stuttgarter, wenn von Bielefeld nichts kommt, kein Druck von unten und bei der Hertha, wenn die irgendwie in Führung gehen, dass dann und die Stuttgarter, das kriegen die alles mit. Für uns bedeutet das, dass wir auf jeden Fall das Ding gewinnen müssen und ich gehe davon aus, dass Union Berlin gegen den VfL Bochum schwer zu knabbern hat. Also die Unioner können jetzt auf einmal auch die Europa League verlieren und die Bochumer, ich glaube, die haben einfach Bock, die sind gerettet, die haben einfach Bock darauf, noch ein geiles Spiel abzulegen und ganz ehrlich, der Fußball, der schreibt so Geschichten, Simon Zoller schießt in der 91. Minute den Siegtreffer für den VfL und das wäre doch geil, oder? Das wäre gut, ja. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich meine, die Bochumer, die sind ja so, also die würden am liebsten jetzt auch noch die Saison nochmal spielen. Also die sind so heiß jetzt nach dem Derby-Sieg und dann gleichzeitig verbunden mit der Rettung. Ich meine, das ist ja für die wie Weihnachten und Ostern zusammen.
und Rosenmontag noch dazu. Also das war wirklich für die nochmal so eine Initialzündung. Die sind momentan so gut drauf, ich traue das denen locker zu. Wer hätte denn gedacht, dass Union Berlin in Freiburg 4-1 gewinnt? Da hätte, glaube ich, keiner vorher groß drauf gewettet. Warum soll nicht auch den Bochumern am Schluss eine kleine Überraschung gelingen? Mir reicht ja schon 2-1, also muss ja nicht 4-1 sein. Genau. Die Frage, die ich mir jetzt schon stelle, ist die Frage der Aufstellung, weil mich hat es schon ein bisschen überrascht, dass er jetzt Dejan Ljubicic rausgenommen hat, wenngleich es ja wirklich die Qual der Wahl war für Steffen Baumgart. Als ich es mir jetzt im Vorfeld überlegt habe und das Augsburg-Spiel gesehen habe und Sadi Özcan kommt zurück, hatte ich für mich das Gefühl, ich hätte Elvis Skiri rausgenommen und Özcan auf die 6 gestellt, hätte sonst nichts verändert und wäre wieder im 4-4-2 mit Thielmann vorne, aber in Skiri einfach auf die Bank setzen macht man wahrscheinlich auch nicht. Und trotzdem war Ljubicic für mich in den letzten Wochen zu gut, um ihn rauszunehmen. Da muss ich sogar mal ein ganz, ganz kleines bisschen, ich trau mich ja kaum, ich krieg mal nicht einen auf die Nuss von ihm, aber ein ganz, ganz klein bisschen Kritik an Steffen Baumgart äußern, weil ich meine, dieses Augsburg-Spiel hat er selbst als das Beste betitelt, was er von seinem Verein und von seinem FC bisher wohl gesehen hat. Ich hätte das nicht geändert. Ich meine, den Sensali kann aber ich da auch nicht. Hättest du den Sensali draußen gelassen? Ja, ich hätte gesagt, nach dem Spiel kann ich das nicht machen. Und Ljubicic hat großartig gespielt. Und das ist jetzt nicht der Grund gewesen, um Gottes Willen. Aber ich weiß nicht. Also in dem Moment, für mich war es gefühlt in dem Moment nicht die hundertprozentig richtige Entscheidung. Den Sali hätte auch nach 50, 60 Minuten noch bringen können. Da wäre der bestimmt auch nicht beleidigt gewesen. Also das hätte man ihm erklären können. Aber gut. Andererseits hat er über Sali vor dem Spiel gesagt oder neulich vor 2 Wochen, das ist einer, der ist für uns unersetzbar, den dann rauszunehmen. Das passt dann fast schon argumentativ nicht. Ich hätte, und gerade wenn du wünschst, dass er verlängert, ich glaube, ich hätte Sali auf die 6 gestellt und Skiri dann wirklich den man eher noch verkauft dann im Sommer oder verkaufen würde. Wenn sie die Wahl haben, einen von beiden verkaufen, dann würden sie, glaube ich, Elvis Skiri verkaufen und Sali verlängern. Ich glaube, ich hätte Sali auf die 6 gestellt und Skiri auf die Bank gesetzt und hätte es ansonsten so bei der Augsburg-Variante gelassen. Aber wir sind beide keine Fußballlehrer oder alle keine Fußballlehrer. Er wird sich schon was dabei gedacht haben. Ich glaube einfach, der Gegner ist auch ein anderer gewesen. Ne? Ob das gegen Augsburg oder Wolfsburg spielt, ich glaube, das macht dann auch immer noch ein bisschen was aus, wie dein Gegenüber taktisch agiert, wie der dann auch gerade im Mittelfeld oder die Flügel einsetzt. Und insofern, glaube ich, kann das auch noch ein Punkt gewesen sein. Aber um die Frage jetzt auf das Stuttgart-Spiel zu beziehen, ich denke, jetzt wird Thielmann auf die Bank rotieren und es wird wieder mehr so ein 4-2-3-1 werden mit allen drei gerade genannten Mittelfeldspielern. Habt ihr das Spiel von Stuttgart gegen die Bayern gesehen? Nein, zu teilen. Ich habe es gesehen tatsächlich hier. Alles für den Podcast, alles für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Du hast ja auch Zeit, du bist in Quarantäne. Ja, das kommt ja schwer hinzu, genau. Genau, und die waren leider richtig gut, ne, die Stuttgarter. Die waren richtig gut. Die haben bei weitem nicht gespielt wie jemand, der auf Platz 17 bis 16 irgendwo rumkreucht und eine richtige Horrorsaison gespielt hat. Die haben gespielt, als wären sie Borussia Dortmund, die da gegen Bayern spielen. Die haben unheimlich viele Fahrkarten geknipst. Also alleine der Omar Marmoush hätte da 2 Tore machen müssen, weil er zweimal alleine auf Manuel Neuer zugelaufen kam. Einmal ist Förster alleine auf Neuer zugelaufen. Die hatten unheimlich viele Chancen vorne halt. Haben hinten aber auch viel hergegeben. Also auch die Bayern haben zweimal den Pfosten getroffen. Und die haben im Endeffekt genau diese offene Feldschlacht den Bayern geliefert, die der Ralf gerade für das Spiel gegen Köln erwartet hat. Also da müssen wir echt aufpassen. Das kann so ein Spiel sein, so wer das erste Tor schießt, kommt in so einen Rausch, ne, und spielt sich in so einen Rausch rein, wo dann alles läuft. Und natürlich ist gerade die Heimmannschaft da ein bisschen bevorteilt, weil die von ihren, weiß ich nicht, wie passen da rein, 60.000 oder so, davon halt von 95% angefeuert werden. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass es eben nicht so läuft wie bei Wolfsburg, dass du halt dir 2 Fahrkarten erlaubst und der Gegner mit dem ersten Treffer dann sein Tor macht. Da wird, glaube ich, viel von abhängig. Ich glaube, das erste Tor wird schon so eine kleine Vorentscheidung sein. Ich glaube aber auch, dann wird es ein bisschen deutlicher, weil der andere Gegner halt sehr schnell aufmachen wird und beide nicht die allerbesten daran sind, gerade Außenspieler zu verteidigen, die sehr schnell sind. Das muss man auch sagen, die haben ihre Außen überhaupt nicht im Griff gehabt, die Stuttgarter. Also unsere Spielanlage, über Außen zu flanken, kommt denen überhaupt nicht entgegen. Da könnte was gehen für uns, was das Chancenkreieren angeht. Und dann wäre einfach schön, wenn Modest da sein 20. Tor machen würde
Und ich glaube, dann haben wir auch immer diesen Stuttgart auswärts Nimbus dann wieder. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Führung wird entscheidend sein. Okay, ich mache jetzt. Auf der anderen Seite, wenn ich mit angucke, Kalajdzic mit 5 Toren, bester Torschütze, mit 5 Toren. Dahinter kommt dann Mafropanos, glaube ich, schon mit 4, der Verteidiger ist. Ja, das ist jetzt von der Torgefahr her nicht so gerade die stärksten. Omar Mamouche ist meines Erachtens nach ein Riesentalent. Ich finde den eigentlich richtig klasse. Ich weiß gar nicht, ist er jetzt fest beim VfB Stuttgart oder ist er noch beim VfL Wolfsburg ausgeliehen nur an den VfB? Der ist ausgeliehen und kommt, so der Plan, nach Wolfsburg zurück. Aber so wie Omar Mamouche sich äußert, hat er so ein bisschen andere Pläne im Kopf. Der hat jetzt noch ein Jahr Vertrag in Wolfsburg, deswegen, also die Wolfsburger sagen, er kommt zurück. Ich glaube, da wird aber noch ein bisschen geredet. Da spielt auch die Premier League immer eine kleine Rolle bei ihm. So, aber der ist schon gut. Und in Wolfsburg finde ich schon, um da kurz abzuschweifen, also die haben den Waldschmidt und den Philipp für fast 20 Millionen verpflichtet. Da hätte man durchaus auch Mamouche halten können und mit dem da in der Offensive ein bisschen was machen können. Aber ja, nee, der hat Qualitäten. Allerdings vom Tor, wie er heute gezeigt hat, ist er noch nicht so ganz abgezockt. Und da bin ich guter Ding und mir ist das Pokalspiel gerade auch noch in den Kopf gekommen. Da haben wir ja schon mal gewonnen in diesem Jahr. Deswegen, warum kein zweites Mal? Glaubt ihr, dass das bei den Stuttgartern, in Köln auch, ja. Aber glaubt ihr, dass das Pokalspiel bei den Stuttgartern auch noch mal so ein bisschen was freisetzen kann, dass sie sagen, wir lassen uns von den Kölnern nicht zweimal in unserem eigenen Stadion abfertigen? Ich glaube, die haben jetzt ganz andere Gedanken und Sorgen, als sich daran dann irgendwie zu verlieren. Zumal da, wenn ich überlege, der FC, wie er da gespielt hat, so wird er jetzt auch nicht spielen. Da sind ja dann Modest und so erst eingewechselt worden. Also ich glaube, das spielt keine ganz große Rolle. Glaube ich auch nicht. Es wird eher darauf ankommen, wie Dennis eben sagte, wer verschafft sich zuerst den Vorteil und muss der andere dann richtig aufmachen. Also es wird sehr interessant werden. Ich bin wirklich gespannt und ja, es geht halt noch um was, weil ich habe ja eben auch gesehen, ein Unentschieden auf dem anderen Platz würde uns ja auch helfen. Also dann wenn ist wenn wir gewinnen, ne? Wenn wir gewinnen, klar. Das ist halt die Grundvoraussetzung. Und ja, warum sollen wir nicht in Stuttgart gewinnen? Und dann schauen wir mal, was auf den anderen Plätzen passiert. Und Euroleague nehme ich auch, klar. Ja, beim FC-Sieg und Unentschieden Union ist der FC definitiv vorbei. Das war ja, so ja. Ja, also da würde im FC schon 1-0-Sieg dann reichen, denn weil sie mehr Tore geschossen haben als Union. Also das wäre. Das wäre ja noch was, ne? Durch nur die Anzahl der geschossenen Tore, Tordifferenz zu gleich, Punkte gleich, aber die Anzahl der geschossenen Tore dann in die Europa League rein. Das wäre großartig. Ja, das sollte man darauf hinarbeiten. Ich denke, der Steffen Baumgart wird die Mannschaft auch noch heiß halten. Also, und die sind selber, glaube ich, noch heiß. Ich habe da die Interviews gesehen auf FC-TV und ich habe schon das Gefühl, dass da noch ein bisschen was geht. Also die sind noch nicht, die haben die Saison noch nicht abgehakt. Warum sollten sie auch? Ich habe eine Frage an Erik. Erik, ich nehme jetzt mal die Frage, die dich am Mittwoch erwarten würde, vorweg. Wer hat beim letzten Bundesliga-Heimspiel in Stuttgart, also Köln gegen Stuttgart in Stuttgart, die Tore gemacht. Boah. Kannst du jetzt hier aufschreiben und am Dienstag dann dem Reik aus Butterbrot schmieren? weiß ich jetzt nicht so ad hoc. Keine Ahnung. Es war ein 1-1. Da hat, wenn ihr euch erinnert, in der ersten Minute direkt Aurel Mangala das 1-0 für Stuttgart geschossen. Das war dieser ganz kalte Kaltstart. Und dann sind wir in der 23. Minute durch einen Elfmeter von Anderson zum Ausgleich gekommen und dann ist da 70 Minuten lang nichts mehr passiert. Wahrscheinlich noch, das war ich noch vergessen habe. Andere Zeiten und Linus wurde doch da noch eingewickelt. Das Gefühl, er hat sogar ziemlich gut gemacht. Da hatte ich die Hoffnung, dass Linus irgendwas wird, aber ansonsten war das, scheint das gefühlt aus einem anderen Leben zu sein, dieses Spiel. Ja, also die Startelf ist ja nur ein Jahr alt, ne? Ich lese euch mal vor, das spielt heute fast keiner mehr. Wie gesagt, es ist nur ein Jahr her, ne? Das war am kann man das Datum hier sehen bei euch? 5. Spieltag der letzten Saison. Und zwar im Tor Timo Horn, Rechtsverteidiger Kingsley Isibue,
Sebastian Bronau, Raphael Tschichos, Jannis Horn. Dann im Mittelfeld Elias Giri, okay, der spielt noch. Elvis Rexbeschei, Marius Wolf, André Duda, Iso Jakobs und Sebastian Andersson. Eingewechselt Limnios, Modest, Özcan, Kalabach. Und auf der Bank Jorge Mire, Schmitz, Drexler, Thielmann. Also ich sag mal, aus der Startelf spielt genau ein Spieler. Das ist Giri. Ja, genau. Ist wirklich ein anderes Leben, ne? Also in einem Jahr alles einmal durchrotiert. Ja. Das ist nicht zum Negativen auf jeden Fall. Ja. Aber wenn man überlegt, wer da weggegangen ist, ne? Also von Redfitschei habe ich ja immer ganz große Stücke gehalten, nicht nur wegen seinem Derby-Doppelpack. Bonau ist für mich immer noch derjenige, der uns letzte Saison wirklich am Leben gehalten hat. Nicht nur durch das Tor gegen Schalke, ich fand den jetzt großartig. Und man hat es einfach super kompensiert, ne? Ja, absolut. Auf jeden Fall. Ja, bin ich mal gespannt. Also wir werden es alle hier mit angehaltenem Atem wahrscheinlich verfolgen, dieses Spiel. Ein Hörer fragt, wann Steinauto am Samstag, möchte der Jonas SWCW wissen. Ja, um 17.20 Uhr, ne? Ja, ne? Ich nicht, weil ich bin in Stuttgart. Also ihr könnt gerne mal die Social-Media-Kanäle von Trotzdem hier im Auge behalten, Twitter oder Instagram. Ich poste dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Erkennungsmerkmal. Und wenn ihr das im Stadion seht in Stuttgart, dann sagt mal hallo, das bin dann ich. Also insofern ich mich bis dahin natürlich von Corona freigetestet habe. Aber ich hoffe doch sehr, weil das wären sonst 14 Tage gewesen und 14 Tage Quarantäne will ich nur wirklich nicht haben. Also insofern, das wird schon. Ja, aber ich glaube, ganz viele sind in Stuttgart. Ich habe von super vielen gehört, dass sie da sein werden. Das wird, glaube ich, schon so ein kleines, ja, Heimspiel stimmt nicht, weil die ja selber auch ordentlich Radau machen werden. Aber man wird schon hören, dass da einige FCler anwesend sind. Und im Falle des Falles wird man hinterher auch sehr viel von uns dann sehen, glaube ich. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Mein erstes Auswärtsspiel seit Beginn der Corona-Pandemie. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt halt den Scheiß durchmache und dann zumindest da unbesorgt hinkern wegen Grundimmunität und so ein Kram. Also das ist vom Timing her gar nicht ganz schlecht. Ja, und ich denke mal, dass ich euch da ein paar von euch Hörerinnen und Hörern dort treffen werde. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Habt ihr noch irgendwelche Themen? Ich sitze bei Wolfsburg gegen Bayern, so viel dazu. Und muss gucken, yeah, wie ich mich informiere. Also ganz soll ich, Spaß hier in Stuttgart. Soll ich dir einen blauen Schein besorgen? Ich habe da Connections. nee. Alles kriegst du so eine Pappnase auf, so eine Modestbrille. Ich auf dem Tisch stehen, da kann ich vielleicht mal die Konferenz anstellen oder so. Das wird funktionieren. Ja, drück mal die Daumen, dass das Spiel zumindest attraktiv wird für dich. Ich glaube es leider. Wobei, da habe ich im letzten Jahr auch die FC-Rettung gegen Schalke mit einem Auge auf dem Monitor dann miterlebt. Also es hat durchaus Glück gebracht, zumindest im letzten Jahr. Jetzt heißt, du auch musst immer hoffen, Bayern. Da war nicht Wolfsburg-Bayern, das war aber auch gegen wen hat Wolfsburg, doch, das war auch Wolfsburg, ich überlege gerade, keine Ahnung, nee, Wolfsburg gegen Mainz war das 2-3, also unspektakulär und auf dem Monitor lief dann die Konferenz und so habe ich mit anderthalb Augen auf den Rasen geguckt, da muss ich ja vernünftig arbeiten und das auch benoten, aber das halbe Auge konnte ich nicht vom Monitor nehmen. Also du sitzt bei jeder Bundesliga-Ansetzung immer da und hoffst, dass am 34. Spieltag FC gegen Wolfsburg angesetzt wird. Das wäre immer das Beste, ja. Aber hat man, nee, glaube ich, einmal. Da habe ich aber schlechte Erinnerungen dran. Da ist der FC abgestiegen. Ja? Da genau. Ist der FC also, abgestiegen. Aber Jonas Hector hat noch ein sehr schönes Tor gemacht. Ich glaube, wir waren auch vorher schon abgestiegen, oder? Das war auch die Chaos-Saison, wo wir schon am 30. oder so abgestiegen sind. Und ich glaube, da ging es um nichts mehr, glaube ich, ne? Außer um das Prestige quasi. Aber das Tor von Hector war geil, das weiß ich auch noch. Ja. Boah, das Tor der Saison geworden bei der DFL, glaube ich. Also es war ein Riesentor, das war aber auch dann erstmal der Abschied, kurzfristig. Ja, Gott sei Dank. Richtig. Er trifft nicht oft, aber wenn, dann richtig. Oh, ja, dann macht er ganz gute Dinger, ja. Habt ihr denn noch irgendwas Sportliches zum FC? Bleibt Salih Özcan, die Frage, die beschäftigt mich ja noch. Ja, welche genau? Bleibt Salih Özcan oder wird er den FC verlassen? Dortmund soll wohl angeblich interessiert sein, habe ich jetzt irgendwo gelesen, ne? Dass der BVB dass er einen Özcan hat. Ja. Also gehört habe ich nichts. Also aus dem Flurfunk des Geisbockheims bringt da in der Hinsicht noch nichts mehr aus, jedenfalls nicht zu mir. Vom Gefühl her
würde ich fast sagen, er geht. Aber ich kann mich auch täuschen. Also von daher ist Transfermarkt. Nur Transfermarkt.de sagt 42% Wahrscheinlichkeit, Tendenz fallend. Ja, dann ist ja alles gut. Ja, also nur genauso schlau wie zuvor, ne? keine Ahnung, ich bin aber irgendwie seit den Transfers in dieser Saison oder von dieser Saison und von der Professionalität am Gaisbockheim, bin ich da auch relativ angstfrei, weil die haben es dieses Jahr gezeigt, dass sie es super kompensieren können. Und wenn dann einer geht, dann ist es schmerzhaft. Aber wer hätte denn damit gerechnet, dass man das Loch, was Sebastian Bonnau gelassen hat, so schnell, so qualitativ gestopft bekommt? Und das ist kein Geheimnis. Der FC muss Gelder generieren durch Spielerverkäufe und wird sich dann was Schlaues einfallen lassen. Also ich fände es schade, wenn Salih Özcan gehen würde. Ich fände es schade, wenn Skiri gehen würde. Ich fände es schade, wenn Thielmann gehen würde. Aber mindestens einer der drei wird gehen müssen, um den FC ein paar Euros in die Kassen zu spülen. Und ich glaube aber, im Hintergrund sind die echt sich schon am Aufstellen und haben da auch schon die ein oder andere gute Idee. Ich denke, der FC wird ja auch wieder interessant für junge Spieler, für Talente, für Spieler, die vielleicht anderswo nicht so zum Zuge kommen. Ich habe gehört, dass man auch sehr viel mit Laien wahrscheinlich plant. Also die bei den Top-Vereinen vielleicht ein bisschen arg wenig Zeit bekommen, die dann sagen, warum soll ich nicht mal für 2 Jahre zum FC? Da ist ein geiler Trainer, geiles Stadion, Geld verdienen kann man da auch ein bisschen was. Also der FC ist jetzt schon wieder attraktiv geworden und man kann sogar in Europa ein bisschen mitspielen, so nebenbei bemerkt. Ne? Das ist jetzt auch noch dazu gekommen. Also der FC wird sicher interessant werden. Das klar, das Geld können sie nicht ausgeben, aber das haben sie auch im letzten Mal nicht gemacht. Schwäbe kam ablösefrei, Ljubicic auch. Also das, ich weiß gar nicht, Hübers war da auch ablösefrei, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall auch ein guter. Hübers auch ablösefrei, Uth auch ablösefrei. Er hat ja nur für Kilian ein bisschen Leihgebühr bezahlt. Ja. Und Handgelder, ne? Handgelder. Ja gut, das ist ja bei ablösefrei häufig so. Und dann käme jetzt für Kilian die Kaufoption, die ja irgendwo bei 2 Millionen, 2, noch was liegen soll oder so. Ja, ich würde es ziehen. Auch wenn Hübers natürlich gefühlt der deutlich bessere und weniger fehleranfällige ist. Und trotzdem finde ich, sind die zusammen. Ist das eine ganz wunderbare, schnelle, zweikampfstarke Innenverteidigung. Und auch als Typ ist Luca Kilian ja so gut irgendwie angekommen in diesem Club, in dieser Mannschaft, dass ich mir schon wünschen würde, dass sie ihn halten. Und ja, das Ende der Entwicklung ist auch noch nicht da. Ja. Ich habe mich ein bisschen in ihn verliebt nach dem Spiel gegen Mainz. Jetzt nicht wegen seines Tores, sondern wie er gejubelt hat als Leihspieler von Mainz. Hat der ja was abgerissen da vorne. Das war richtig nett. Also da habe ich gedacht, Mensch, der Junge, der scheint sich hier ganz wohl zu fühlen. Also, und er bringt ja wirklich Leistung. Natürlich haut er auch mal den einen oder anderen Bock raus. Da ist noch einiges. Wird ja vom Trainer sogar Holzfuß genannt, scherzhaft. Also aber der macht das durch sehr viel Leidenschaft wett, ne? Und das kommt dir gut an. Und ich finde auch, also warum die 2 Millionen kannst du dann mal investieren, auch wenn du natürlich nicht so wahnsinnig viel Geld aktuell hast. Aber ich glaube, das hatte man schon vor ein paar Monaten sogar entschieden, dass man das eigentlich machen möchte. Also du müsstest ja, wenn du ihn nicht verpflichtest, müsstest du ja trotzdem einen anderen holen. Ja. Und dann würde ich das in ihn investieren. Die einzige Sorge hätte ich tatsächlich, wenn einer der beiden mal ausfällt, und das ist bei Timo Hübers angesichts der Verletzungshistorie natürlich immer mal die Sorge da. Bei Jeff Chabot bin ich mir noch nicht vollend sicher, dass er das Zeug hat, auf Dauer da zu spielen. Jetzt hat er nur wenig Spiele gemacht, aber trotzdem habe ich das Gefühl, gerade was die Geschwindigkeit betrifft, ist er da deutlich langsamer unterwegs als die beiden, die da spielen. Definitiv. Also denke, das wird wohl eher nicht so der Fall sein, dass man da über längeres Engagement nachdenkt. Um nochmal kurz auf Sunny zurückzukommen, könnte da vielleicht auch die Endplatzierung eine Rolle spielen? Also ob man garantiert 6 Spiele in der Europa League hat oder halt dieses Wabong-Spiel Playoff Conference League in Kauf nehmen muss. Plus natürlich die Aussicht auf mehr Geld, dass man vielleicht weniger zum Verkauf gezwungen ist. Spielt das eine Rolle in der Personalie? Mit Sicherheit die Playoff-Spiele. Sind die nicht schon im August, die Playoff-Spiele? Die sind im August, also um den 18. August rum, ja.
Waren die letzte Saison, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben diese unfassbar idiotische Weltmeisterschaft, die den kompletten Spielplan auch nochmal stückelt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das ein bisschen nach vorne. Nee? Nee, ich habe es nachgeschaut für FC.com, habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben. Okay. Es war um den 18. August 22 rum. Gut, da ist aber, dann wird aber wenigstens die Vorbereitung nicht zerrissen, ne? Weil da ist die Vorbereitung schon rum und da gehen ja auch schon die Ligaspiele los. Das heißt, du hast zumindest keine zerrissene Vorbereitung, wie es früher bei der Euroleague-Qualifikation mal war, wo du im Juli schon gespielt hast. Und er hätte zumindest vor Transferende die Klarheit, ob er noch die Europa- oder die Gruppenspiele hätte oder nicht, wenngleich ich jetzt nicht glaube, dass die dann so lange zocken würden und warten würden, was seine Zukunft betrifft. Aber es wäre in der Theorie wäre es möglich, dass er guckt, ob er mit dem FC richtig Conference League spielt oder nur die Playoff-Spiele hat. Oder Euroleague. Also ich glaube, mit der Euroleague in der Tasche wäre das ein Faustpfand, dass Sully auf jeden Fall bleibt, weil was kann es denn Geileres geben, als mit deinem Ausbildungsverein, als eines der Gesichter der Mannschaft, als Leistungsträger international zu spielen. Denn man darf ja nicht vergessen, er identifiziert sich ja mit dem Verein, mit der Stadt, mit allem drum und dran. Das ist ja auch nochmal ein ganz großes Plus für den FC. Ne? Und dementsprechend, also bei Euroleague-Qualifikation bin ich ziemlich sicher, dass Sully bleibt. Bei Euro-Conference League gehe ich mal von aus, dass es von den Angeboten abhängig ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, er weiß ja auch, wie es vor der Saison um ihn stand und aussah. Und er weiß ja auch, wegen wem er im FC beim FC noch ist und wegen wem er auch genau diesen Erfolg jetzt hat. Und ich glaube, ein Sully Özcan, der kann das auch einschätzen. Genau. Ich habe gerade die Termine gefunden. Die Auslosung für die Playoffs, kann sich schon mal jeder in den Kalender reinschreiben, wenn es Platz 7 wird, ist der 2. August 22. Und dann beginnen am 18. und 25. August Hin- und Rückspiel. Also die schon mal im Kalender blockieren, schon mal Flüge buchen, einfach mal willkürlich, egal wohin. Und dann treffen wir uns. Mailand! Da. Ja, genau. Ja, letztes Jahr war durchaus. Da wird es keinen Gegner aus Mailand geben in dieser Runde da irgendwie. Normalerweise. Nee. Aber letztes Jahr waren das schon sehr namhafte Gegner. Ne? Letztes Jahr hätte Union hätte auf Rom treffen können, auf Tottenham Hotspur, Basel, Kopenhagen, Viktoria Pilsen, Gent, Anderlecht, Rotterdam. Ja, das waren so die namhaften. Stad Rennen, Partizan Belgrad. Also sind schon einige Knaller in diesen Lostöpfen da drin. Auch weil aber nicht in dieser Playoff-Runde dann, oder? Doch. Doch, in der Playoff-Runde. Ja, ja, weil es gibt ja eine gesetzte und eine ungesetzte Liste. Es gibt ja 4 Playoff-Runden in dieser komischen Conference League. Der FC steckt aber nur in die 4. davon ein. Das heißt, die ganze Gesocks hat untereinander da so gespielt und dann kommen da halt die stärksten davon durch. Und dann kommen eben erst die gesetzten Teams in den Wettbewerb rein. Und dadurch kommen halt so Vereine wie Tottenham oder Roma und so weiter in die Verlosung. Da hatte halt Union ein bisschen Glück, dass sie nicht die bekommen haben, sondern den finnischen Meister. Kuopion PS, ja, genau. Also in England wäre es aktuell kein geringerer als West Ham United. Nicht schlecht. Oder ManU ist noch in der Verlosung. Italien, AS Rom. Ja. Mailand ist Meister, also AC oder wird Meister scheinbar. Und in Spanien wäre es Real Sociedad San Sebastian. Auch nicht schlecht. Ja, schon namhaft, auch ein schönes Städtchen. Ne? Die haben auch schon mal gespielt. Genau, und die machen es aber noch aus mit Villarreal und Betis Sevilla. Also da sind schon ein paar dabei, wo man echt sagen kann, okay. Klingt gut. Ja. Ist natürlich, also ich sag mal, wenn du gegen einen von denen den Einzug in die Conference League klar machst, dann darfst du auch den Platz auseinandernehmen. Also dann ist der Platzsturm, glaube ich, ein bisschen organischer als am letzten Samstag, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Ja, genau, ich würde sagen. Ich bin am liebsten Dänemark. Irgendwie in Dänemark. Schön, ne? Genau. Ja, Kopenhagen ist aber auch ein schwerer Gegner, natürlich, ne? Der FC Kopenhagen. Nein, naja, aber trifft da mal ein Telefon. Da klingelt ein Telefon, das stimmt. Dann schauen wir einfach mal, was es wird. Ich würde mal sagen, dass wir alle perspektivischen Fragen, die noch so anstehen, auch ein bisschen auf die Zeit verlegen, wo wir genau wissen, welcher Liga-Wettbewerb es jetzt geworden ist in Europa. Aber ich würde gerne mit euch noch auf die Saisonwette gucken. Das ist immer so ein nettes Rausschmeißer-Ritual hier geworden in diesem Podcast.
Da müsst ihr mir jetzt ein bisschen helfen, weil ich immer noch so ein bisschen brain foggy unterwegs bin. So. Ich muss noch einen Nachtrag von letzten Spieltag machen. Da haben wir die 5 Euro noch nicht eingepriesen, die uns Benno Schmitz eingespielt hat. Weil Benno Schmitz hat es in die Kicker-Elf des Tages geschafft bei euch, Thomas. Das heißt, es gibt nochmal 5 Euro von Benno vom letzten Spieltag. So, jetzt bei heutigen gibt's glaube ich, nicht so viel, weil wir haben leider nicht zu Null gespielt. Leider hat Modest kein Tor erzielt. Und leider hat Steffen Baumann hat auch keine gelbe Karte gesehen. Jetzt müssen wir nur mal zusammen die U23-Spieler zusammenkriegen. Luca Kilian, Sally Özcan, zählt bei uns auch als U23-Spieler. Lemperle hat gespielt, glaube ich, ne? Hat er? Ja, nicht. Ja, Kilian auch. Kilian hat gespielt. Und das waren sie, ne? Mehr war nicht. Ne, mehr war nicht. Ein Ostock oder so. Dann sind es leider nur 4 Euro, was das angeht. Hector ist ein Elf des Tages, sehe ich gerade im Kicker von morgen. Hat das irgendeine Auswirkung? Leider nicht, aber vollkommen zu Recht drin, auf jeden Fall. Ja. Ich hab kein anderes Spiel gesehen von irgendeinem Linksverteidiger, außer vielleicht Borna Sosa oder so, aber schon sehr verdient. Lass mal gucken, was die anderen bezahlen. Wir hätten vom Dirk Carsten je Tor von Anderson 25 Euro bekommen, da wird leider nichts mehr zusammenkommen. Der Europa-Tennis hat auch nicht gesagt, ich sag mal ganz ehrlich, weil er gar nicht da ist. Kein Tor von Lemperle. Augsburg ist nicht abgestiegen, aber der Dojemine gibt pro Tor des FCs, na leider auch nicht, okay, schade. Aber er hat gesagt, er macht bei Europa aus jedem Tor des 1. FC Köln 2 Euro. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie viel Tore hat der 1. FC Köln die Saison bis jetzt schon erzielt? Und da kommen wir zu dem Schluss mit einem Blick auf die Tabelle. 51. 51 mal 2 sind 102 Euro vom Dojemine. 102 Euro, Mensch, das ist doch cool. Dann sind wir schon mal bei 1157 Euro. Marcel Risaldo kann uns 50 Euro schicken, weil wir Europa klar gemacht haben. Und der Julian möchte nur bei Europa die Quali-Geld bezahlen. Das ist schade. Aber schaffen wir auch noch, Julian. Du darfst deinen nächsten Spieltag bezahlen. Weil, also, wir haben die Quali haben wir doch, weil bei der Europa League gibt's ja keine Qualifikation. Er meint schon, wenn wir uns für die Europa qualifiziert haben, glaube ich zumindest. Aber Julian, nächsten Spieltag machen wir es klar und dann bist du dran. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen den Dojemine zur Kasse bitten. Das ist da auch schön. Gut, so, dann ist die Gesamtbilanz bis jetzt 1156,50 Euro an die Tafeln in Köln. Herzlichen Dank an alle, die sich da beteiligt haben. Noch dürft ihr gerne am Ende der Saison nochmal irgendwas in den Hut reinwerfen. Wir machen dann alles irgendwann in der Sommerpause fertig und dann legen wir einen großen Dinner-Null-förmigen Scheck an und schicken den Richtung Köln und überweisen das Geld hinterher. Auch vielen Dank an alle, die uns, den Podcast, unterstützen. Das tut ihr teilweise durch eure Hörer und Hörerinnen Fragen, euer Feedback und euren Austausch mit uns, den wir sehr zu schätzen wissen. Manche tun es auch durch finanzielle Zuwendungen. Auch das wissen wir sehr zu schätzen. Wie das geht, erfahrt ihr unter www.trotzdemhier.de/spenden. Und da meine Stimme jetzt vollkommen versagt, beende ich das jetzt an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Erik. Vielen Dank, lieber Erik. Danke für die Einladung. Immer gerne und viel Spaß nächsten Dienstag oder Mittwoch dann mit dem Verzellnix-Podcast. Hört da alle mal gerne rein. Dann darf der Ralf uns noch ganz kurz erzählen, wie es mit dem FC-Stammtisch weitergeht. Ja, ich mache den ja nicht mehr. Ne? Ich habe den ja abgegeben an meine Nachfolger. Da wird am 15. Mai Werner Wolf zu Gast sein, also der FC-Präsident. So viel kann ich sagen, aber ich bin selbst ja nicht mehr dran operativ dran beteiligt, dass ich natürlich im Hintergrund ab und an nochmal den ein oder anderen wertlosen Tipp gebe. Das müssen die schon ertragen, die beiden Kollegen, aber nein. Ich habe das dran gegeben, weil nach 13 Jahren einfach genug war und ich das Gefühl hatte, jetzt müssen mal andere rein, da muss mal frischer Wind rein. Und ich habe es aber, mir war es halt sehr wichtig, dass das Format an sich überlebte, weil es ist ja nochmal das älteste Talk-Format hier in Köln, was den FC angeht. Und deswegen haben wir das zumindest geschafft. Und ich konzentriere mich jetzt weiter aufs Schreiben. Du kannst mich also demnächst als Autor und Journalist und was auch immer ankündigen. Aber Moderation mache ich aktuell keine. Aber wer weiß, was noch kommt. Auch nochmal empfohlen, dein Buch über Mucki Barach, das soll auch noch jeder in seinem Regal stehen haben, der sich da als FC-Fan versteht. Also danke, dass du da warst, Ralf.
Ich habe zu danken und es hat riesen Spaß gemacht, wie immer. Nächstes Mal komme ich auch bei einem Sieg. Ja, immer gerne. Genau, und nächstes Mal kommt er nicht beim Spiel gegen Wolfsburg. Verspreche ich hiermit ganz herzlich. Darfst dir aussuchen, wann du kommen willst, Thomas. Von mir aus gegen Mönchengladbach. Du hast freie Gegnerwahl. Danke, dass du da warst, Thomas. Ja, vielen, vielen Dank. Und das gucke ich mir den Spielplan doch in der neuen Saison mal an. Und werde mir ein schönes aussuchen. Vielleicht, wenn ich dann mal in Köln war. Zweimal im Jahr versuche ich immer, nach Köln zu kommen. Alles klar. Damit danke ich mich bei allen, die zugehört haben. Bis hierhin. Liebe Grüße an den Ruhrpott-Hennes in seinen Urlaub. Macht's alle gut zusammen. Bleibt gesund und haltet euch von Corona fern. Ist gar nicht mal so cool. So, macht's gut. Wir sind raus. Tschüss. Ciao. Tschüss zusammen.